Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Bullshit-Resistenz. Heute die dritte Sitzung. Es geht um was Großes, nämlich um Wahrheit. Bevor wir die Wahrheit über Wahrheit erfahren, schauen wir uns erstmal ein verwandtes Thema an, das aber sehr viel damit zu tun hat, und nämlich die Frage, ob es alternative Fakten gibt. Ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat. Bei der Inauguration von Donald Trump 2017, als er zum Präsidenten ernannt wurde, auf dem Kapitol in Washington, waren natürlich Zuschauer zugegen, und Trump hat dann danach gesagt, ich übersetze das jetzt mal so frei, ich habe mir die Zahlen angeschaut und von verschiedenen Quellen, und wir hatten die größte Inauguration in der Geschichte der USA. Also die meisten Menschen sind zu seiner Amtseinführung gekommen. Trump hat, wenn man das mal von außen so diagnostizieren darf, leicht narzisstische Züge, und bei ihm musste immer alles das Größte und Beste sein, und natürlich war es auch die größte Inauguration, die es jemals gegeben hat. Dann haben einige Zeitungen mal geschaut, ob das denn stimmt, was er da gesagt hat. Und man hat jetzt verschiedene evidenzielle Quellen, verschiedene Hinweise gesucht, ob es wirklich so ist, dass die größte Inauguration war. Hier ist ein Bild von der New York Times, aufgenommen jeweils 45 Minuten vor der Rede, einmal von dem Amtsantritt von Obama 2009, 8 Jahre davor, und dem Amtseintritt von Trump. Links ist es schwarz, weil so viele Menschen dort sind. Rechts sind die Flächen, die sind abgedeckter, damit der Rasen geschont wird, weiß, weil nicht so viele Menschen da sind. Muss man ein bisschen vorsichtig sein, das ist natürlich perspektivisch verschoben. Ne? Diese Flächen sind gleich groß, aber weil wir nah dran sind, wirkt das hier vorne sehr voll und hinten weniger. Ne? Ich zeige euch noch eine Aufnahme von oben. Aber das wäre schon mal ein Hinweis dafür, dass hier vielleicht doch mehr waren. Washington Post hat das auch gemacht. Ist vielleicht noch dramatischer. Also es war relativ leer im Verhältnis zu Obamas Amtseinführung. Dann hat sich die New York Times auch noch mal angeschaut, wer hat sich denn ein Ticket gekauft an dem Tag? Öffentlicher Nahverkehr, irgendwie mussten Leute da hinkommen, man konnte da ja nicht parken. Bei Obama haben sich über 450.000 Menschen ein Ticket gekauft an dem Tag, bei Trump nur etwas mehr als 150.000, nur ein Drittel. Ja, vielleicht sind die alle zu Fuß hingekommen, kann ja natürlich sein, dass das Ticket noch nicht hinreichend ist. Dann gab es eine Auswertung in der New York Times der Luftaufnahmen. Es wurde von oben gefilmt. Es ist unglaublich schwierig, Gruppengrößen zu schätzen. Ja, das ist eine Wissenschaft für sich, aber man kann das so über den Daumen peilen, und die haben sich die großen Ansammlungen von Menschen, haben sie da so markiert, und man sieht, es gab sehr große Ansammlungen oben, Obama, und nicht so viele Ansammlungen weiter unten bei Trump. So, es war ziemlich klar dann in der Öffentlichkeit, was Trump gesagt hat, stimmt einfach nicht, es war falsch. Dann gingen verschiedene Rettungsmanöver los. Er hat gesagt, es war die größte Menge, die jemals bei einer Inauguration war. Man versteht den Satz so, dass er gesagt hat, vor Ort. Wird gleich noch wichtig werden. Der erste Versuch, das irgendwie zu retten, war von seinem Pressesprecher Sean Spicer, der händeringend danach gesucht hat, dass es vielleicht Fotos gibt, die suggerieren, da waren mehr. Irgendeine Perspektive oder einen Winkel haben sie nicht gefunden. Es gab keine Fotos. Dann hat Sean Spicer diese Aussage nicht revidieren wollen, sondern hat die umgedeutet und hat gesagt, es war die größte Zuschauerschaft, wenn man alle auf der Welt sich anschaut. In person and around the globe. Aber er hat es erstmal so formuliert, dass er gesagt hat, sowohl vor Ort als auch an den Fernsehgeräten und in den sozialen Medien und wo das überall gezeigt wurde. Dazu muss man sagen, dass die zweite Aussage stimmt, weil immer mehr Leute Zugang zu Endgeräten haben auf der Welt, haben auch so viele Menschen wie noch nie online oder im Fernsehen die Inauguration gesehen, aber Trump hatte ja gemeint vor Ort. Später wurde Sean Spicer darauf hingewiesen, dass das nicht stimmt vor Ort, also hat er dann dieses Both in person and around the globe heißt ja sowohl als auch, umgedeutet als zusammengenommen. Wenn man alle vor Ort zusammennimmt mit allen in der Welt, dann kann man natürlich sagen, dass es noch mehr waren als bei Obama, weil einfach mehr Leute Endgeräte haben. Das wurde auch wiederum kritisiert,
Und dann hat die Advisorin von Trump damals, Kellyanne Conway, gesagt in einem Interview, wurde nochmal darauf angesprochen, dass das falsche Aussagen waren, immerhin von der Regierung der USA, Falschaussagen. Und dann hat sie das so hingedreht, dass sie gesagt hat, we have presented alternative facts, alternative Fakten. Früher kannte man den Ausdruck noch nicht, seitdem gibt es diesen Begriff alternative Fakten, oft in Anführungsstrichen und auch so ein bisschen, um sich darüber lustig zu machen. Also kann man jetzt fragen, was sind denn eigentlich alternative Fakten? Und wenn man sich fragt, was sind alternative Fakten, muss man sich vielleicht erstmal fragen, was Fakten sind. Und es gibt in der Philosophie zwei Lesarten von dem, was man als Fakten oder im Deutschen Tatsachen, Facts im Englischen, im Deutschen sagt man Fakt oder Tatsache. Typischerweise sagt man, so eine Lesart ist, dass man sagt, na, was sind Fakten? Das sind wahre Sachverhalte. Immer wenn ich sowas sage wie, es ist eine Tatsache, dass Rom die Hauptstadt von Italien ist, könnte ich auch sagen, es ist wahr, dass Rom die Hauptstadt von Italien ist. Ja, ich drücke damit einen wahren Sachverhalt aus. Es ist eine Tatsache, dass, sagt sowas wie, die folgende Aussage ist wahr. Oder das und das ist ein wahrer Sachverhalt. Der Sachverhalt, Rom ist die Hauptstadt von Italien, kann wahr oder falsch sein. Wenn es wahr ist, ist es eine Tatsache, ein wahrer Sachverhalt. Das ist die eine Lesart von Facts. Und die zweite Lesart, darauf haben Philosophen in der englischsprachigen Welt aufmerksam gemacht, man verwendet aber oft Tatsachen oder Fakten so, dass man sagt, das sind die Dinge, die draußen in der Welt sind, und die, die Aussagen wahr machen. Ich sage später noch was zu diesem lustigen Wort Wahrmacher. Aber man kann sowas sagen wie, vielleicht Sätze, Überzeugungen können wahr oder falsch sein. Und dann kann man sich fragen, was in der Welt macht sie denn wahr oder falsch? Und die nennt man Wahrmacher. Also dann ist es etwas in der Welt. Und die werden manchmal Facta. Also das ist ein Kunstwort. Ja, Anlehnung an das lateinische Faktum, das Gegebene oder das Gemachte. Und dieses Kunstwort soll ausdrücken, dass es damit etwas anderes gemeint ist. Dann müsste man sagen, wenn ich die Aussage habe, Rom ist die Hauptstadt von Italien und die ist wahr, also ist eine Tatsache im ersten Sinne, dann gibt es etwas in der Welt, was diese Aussage wahr macht, nämlich die Tatsache, also die Konstellation sozusagen in der Welt, dass Rom die Hauptstadt von Italien ist. Ist ein bisschen verwirrend, aber es ist halt mehrdeutig, weil wir es nicht immer in unserer Rede so sauber unterscheiden. Manchmal sagen wir, mit Tatsache meine ich den wahren Satz und manchmal meine ich das, was diesen Satz wahr macht in der Welt. Also wie finde ich raus, ob Rom die Hauptstadt von Italien ist? Ich muss schauen, ob es etwas in der Welt gibt, nämlich eine Tatsache, dass Rom tatsächlich die Hauptstadt von Italien ist. Ja, wie finde ich heraus, ob es wahr ist, dass in diesem Hörsaal eine Flasche ist? Ja, ich muss nachschauen und aha, hier, dass die Flasche hier ist. Die Tatsache, dass die Flasche hier ist, macht den Satz, in diesem Raum ist eine Tatsache, ist eine Flasche wahr. Okay, Facts oder Facta. Es gibt zwei Lesarten. Und jetzt kann man die Aussage, we've presented alternative facts, Conway hat das nicht sauber präzisiert, wie sie das meinte. Sie hat jetzt zwei Strategien, wie sie das gemeint haben kann. Wenn man jetzt sehr fair sein möchte, ja, mit dieser Aussage. Und das Erste ist, sie hat vielleicht sowas gemeint wie, naja, es gibt Fakten, das sind wahre Aussagen in der ersten Lesart und dann gibt es noch andere, dann gibt es noch eine andere Lesart dieser Fakten und dann sagen sie etwas anderes aus. Also es gibt Aussagen, die zugleich wahr und nicht wahr sind. Das eine oder das andere ausdrücken. Und da sagt man in der Philosophie, sage ich gleich auch noch mehr dazu, seit Aristoteles, das geht nicht. Ja, das ist der sogenannte Satz vom Widerspruch. Eine Aussage kann nicht zugleich wahr und falsch sein. Ja, man kann nicht sagen, es waren mehr Besucher bei Trump und es waren auch nicht mehr Besucher bei Trump. Es kann nur eins von beiden gleichzeitig wahr sein. Und deshalb, wenn man diese Lesart nimmt, die erste Lesart, die vielleicht etwas geläufiger ist, dann könnte man sowas sagen wie, was sie gesagt hat, ist einfach Quatsch, das ist ein Selbstwiderspruch. Es kann nicht alternative Fakten geben, es kann nur die Fakten geben und die sind entweder
Das sind die wahren Aussagen. Und man kann nicht alternative Wahrheiten oder alternative Fakten einfach so behaupten. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum dieses Wort das Unwort des Jahres 2017 wurde. Vielleicht nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Ja, Alternative Facts sagt man eigentlich mit so ein bisschen so einem ironischen Augenzwinkern, wenn man das nicht ernst nehmen kann. Die zweite Lesart ist die, dass man sagt, ja, vielleicht meinte sie, sie hat von anderen Dingen in der Welt gesprochen, von anderen Tatsachen in der Welt, in dieser zweiten Lesart, Fact da. Ja, und dann könnte sie was wohl gemeint haben, naja, wir haben andere Aspekte in der Welt gemeint. Ja, also, ihr dachtet, wir meinen die Zuschauer vor Ort, die Tatsache, dass so und so viele Zuschauer dort vor Ort waren. Wir meinten aber eine andere Tatsache, die Tatsache, dass insgesamt mehr Zuschauer da waren. Wir haben uns einfach einen anderen Ausschnitt der Welt angeschaut. Und dann muss man sagen, ja, das könnte man ihr zugestehen, dann ist es zumindest kein Selbstwiderspruch, von alternativen Fakten zu sprechen. Das ist halt ein bisschen ungewöhnliche Redeweise vielleicht, aber dann hat sie einfach nur gemeint, wir haben die Welt halt anders beschrieben. Und dann ist es zumindest falsch zu sagen oder ein Irrtum zu sagen, dass vor Ort mehr Leute waren. Aber wenn man es nochmal hindrehen will und super karitativ ist, wohlwollend in der Interpretation, dann könnte man ihr und Sean Spicer zugestehen, dass sie, wenn man es so verstehen möchte, dass man meint, insgesamt waren es mehr, dann haben sie nichts Falsches gesagt. Also, Fakten haben etwas mit wahr oder falsch zu tun und entweder meine ich damit die Aussage oder das, was es in der Welt gibt. Weil Trump ein, sagen wir mal, auch schon im Wahlkampf ein kreatives Verhältnis zur Wahrheit hatte, zu wahren Aussagen und ohnehin so in den Jahren 2015, 16, 17 sehr viele populistische Parteien Erfolg hatten in ganz Europa. Zur Erinnerung, auch der Brexit hat stattgefunden. Das waren oft Siege von populistischen Bewegungen. Und ein Merkmal dieser Bewegung war, die hatten auch so ein bisschen eher kreativeren Umgang mit der Wahrheit. Ne? Haben eher Fake News verbreitet, haben immer, wenn irgendwas gesagt wurde, was ihnen nicht passt, gesagt, das ist Lügenpresse. Darum gab es dann in dieser Zeit auch die Diagnose, vielleicht leben wir in einem postfaktischen Zeitalter. Und dann haben Leute gesagt, das ist doch ein Symptom, wenn jetzt sogar schon die Pressesprecherin des Präsidenten, des mächtigsten Mannes der Welt, sagt, wir präsentieren alternative Fakten, Klammer auf, uns ist die Wahrheit eigentlich so ein bisschen egal, wir sagen einfach, was wir sagen können, ne? Klassische Bullshitter-Move, dann verlieren wir ja jede Hoffnung, dass den Leuten überhaupt noch Wahrheit wichtig ist. Und vielleicht sind am Ende auch noch daran die digitalen Medien schuld. Also die Frage, leben wir im postfaktischen Zeitalter? In einem Zeitalter, wo uns die Wahrheit gar nicht mehr wichtig ist und es nur noch darauf ankommt, dass man irgendwas mit Emphase sagt, aber den Menschen ist gar nicht mehr wichtig, ob es wahr oder falsch ist oder anders ausgedrückt, ob es tatsächlich die Fakten sind, über die wir reden. Und ich glaube, das ist eine Fehldiagnose. Ich glaube, man kann erklären, woher diese Fehldiagnose kommt, aber wenn man sich das genau anschaut, merkt man ziemlich schnell, dass das nicht stimmt für den Alltagsbereich, dass uns die Wahrheit oder die Fakten nicht am Herzen liegen. Ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht, woran man ziemlich gut sehen kann, dass wir alle glauben, dass es Fakten gibt, wahre Aussagen, ich sage gleich noch mehr dazu mit zu Aussage und Wahrheit, und dass wir das auch ernst nehmen in unserem Alltagsleben. Das erste Beispiel ist, wir kennen eigentlich ziemlich viele Fälle von klare Fälle für Fakten, die so gut wie jeder für Fakten auch hält, wo kaum jemand widerspricht, dass das ein Faktum ist. Die meisten von uns glauben, 2 plus 2 ist 4, Olaf Scholz ist Bundeskanzler und Wasser besteht zum Großteil, muss man vielleicht sagen, wenn man ganz präzise ist, aus H2O, aber nicht aus CO2. Ja, also jeder, der eine gewisse Grundbildung hat, würde diese drei Dinge für Fakten halten bzw. für wahre Aussagen. Gibt es Einwände gegen einen dieser Aussagen? Eine Aussage fällt so ein bisschen raus. Olaf Scholz ist Bundeskanzler. Ja? Naja, es gibt ja auch irgendwelche Leute, die dann selbst in irgendwelchen kleinen Gremien dann selbst eigene Kanzler aufstellen oder
Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, worauf ich hinaus wollte. Man könnte sagen, man müsste es halt genauer sagen. Ne? Olaf Scholz ist jetzt gerade Bundeskanzler von Deutschland. Man könnte so einen Satz vielleicht so verstehen, dass man, ne, wenn man ihn vor 5 Jahren geäußert hätte, wäre er falsch gewesen. Also er hat irgendwas mit Zeit zu tun und Ort zu tun. Das liegt daran, dass bestimmte Äußerungen an Raum-Zeitstellen gebunden sind und wir das im Kontext so mitdenken. Ne? So generische Aussagen, allgemeine Aussagen wie 2 plus 2 ist 4 sind immer wahr, unabhängig wann und wo man die äußert. Aber sowas wie Olaf Scholz ist Bundeskanzler ist nur zu einem bestimmten Zeitpunkt wahr, Zeitraum, auch nur an einem bestimmten Ort unter bestimmten Kontextbedingungen. Aber ne, wenn man die dazu nimmt, könnte man sagen, das sind irgendwie Fakten, auf die wir uns einigen können. Also das wäre schon mal der erste Argument. Ziemlich viele, und wir können da ziemlich viele davon aufzählen, wo wir alle sagen würden, ja, das stimmt. Ja, irgendwie. Das zweite ist, das ist einfach so historisch, wir leben heute in einem Zeitalter, wo die Menschen im weltweiten und auch im historischen Vergleich den höchsten Bildungsstand haben, den man jemals hatte, im Mittel, nicht jeder oder jeder Einzelne, aber im Mittel. Und wir wissen, dass Bildungsstand korreliert ist mit wissenschaftlichem Denken und auch der wissenschaftliche Denkstil ist einer, den wir schon in der Schule lernen und auch wenn der immer noch verbessert werden kann und das nicht der, sagen wir, die Standardeinstellung eines jeden einzelnen Menschen zu jeder Zeit, zu jedem Zeitpunkt im Tagesablauf ist, ist das schon ein Denkstil, den wir eher haben, wenn wir das vergleichen mit früheren Zeitaltern. Also selbst die klügsten Menschen in früheren Zeitaltern haben ziemlich viel Unfug geglaubt, den wir heute nicht mehr glauben. Meine beiden Beispiele, die ich immer nenne, sind Newton, der das Gravitationsgesetz entdeckt hat, das wissen selbst viele Physiker nicht, hat jetzt die meiste Zeit auf Alchemie verwendet. Er wollte den Stein der Weisen finden, hat ein Geheimlabor, hat Selbstversuche gemacht, hat alchemistische Bücher geschrieben. Also der hat sehr viel seiner Lebenszeit darauf verwendet, auf alchemistische Experimente, wo man heute weiß, es hat überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun. Das andere Beispiel ist Schopenhauer, ein wichtiger Philosoph, hat an die Heilkraft der Magnete geglaubt, den Mesmerismus damals. Man dachte, eine Zeit lang, oder einige Leute dachten, man könnte Menschen mit einer Magnetkraft heilen. Es gab dafür keine empirische Evidenz, er hat es trotzdem geglaubt. Also kluge Leute, die klügsten Leute früher haben ziemlich viel Unfug geglaubt, den wir heute nicht mehr glauben. Wir sind heute viel gebildeter und haben einen viel wissenschaftlicheren Denkstil. Das ist noch ein Argument dagegen, dass wir jetzt nun gerade jetzt im postfaktischen Zeitalter leben. Man könnte eher sagen, in den vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden zuvor haben die Leute eher in so einer Art präfaktischen Zeitalter gelebt, ja, wo man Menschen sehr abergläubisch waren und ziemlich viel Unfug, Verschwörungstheorien geglaubt haben, woran wir heute überhaupt nicht mehr glauben. Und das Dritte ist, das ist vielleicht das Interessanteste, das hat Aristoteles schon in seiner Metaphysikschrift gesagt, wenn wir in den kausalen Nahbereich kommen, nenne ich jetzt mal so, also alles, was uns direkt betrifft, vor allem unsere Gesundheit und unser Leben, da sagen wir selten, uns ist egal, ob das eine Tatsache ist oder nicht oder ob das wahr ist oder nicht. Zum Beispiel vom Hochhaus springen. Ja, es gibt wenig Leute, die sagen, wenn ich vom Hochhaus springe, ob ich da ganz unten lebend ankomme oder nicht. Ich glaube nicht, dass es Tatsachen gibt. Ich glaube nicht, dass das wahr oder falsch ist. Ich mache das jetzt einfach mal. Ja, die meisten von uns glauben, dass es wahr ist, dass das tödlich endet, wenn man von oben runterspringt, weil dass man unten nicht lebend ankommt. Und wir prokeln auch nicht mit der Gabel im Toaster rum, wenn der angeschlossen ist, weil wir wissen, dass das gefährlich ist. Wir halten es für wahr, dass es der Stromkreis sich dann schließt und wir einen Stromschlag kriegen können. Wir sagen nicht sowas wie, ah, vielleicht ist eine alternative Wahrheit und es passiert nichts, ich mache das jetzt einfach mal. Kann man auch sagen, wenn man zum Arzt geht, wenn ein Arzt sagt, ah, dieses Medikament, Sie haben eine tödliche Krankheit, oder eine ganz, natürlich nicht, Sie haben eine schlimme Krankheit, ich habe hier ein Medikament, das rettet Ihr Leben, oder auch nicht. Ja, Sie wissen ja, es gibt keine Wahrheit. Können Sie mal ausprobieren. Würde man eher den Arzt wechseln. Ja, man möchte, medizinisches Wissen ist nicht perfekt, aber man möchte trotzdem eher die Mittel haben, wo man weiß, da gibt es eine hohe Chance, dass die wirken oder dass der Wirkmechanismus verstanden und man möchte keinen Arzt haben, der Wahrheitsrelativist ist und sagt, ja, ob es ein Faktum ist oder nicht, stört mich nicht. Und auch vor Gericht
das ist noch ein schönes Beispiel. Die Chefin sagt, sie kriegen jetzt weniger Geld im Monat, das ist eine alternative Gehaltserhöhung. Ja, es gibt die echten und die alternativen. Ich präsentiere eine alternative Gehaltserhöhung, finde ich auch nicht so gut. Und wenn man vor Gericht sagt, nicht, ich habe den Mord begangen, das Einhorn, kommt man damit auch nicht durch, weil es einfach nicht wahr ist, dass es Einhörner gibt. Ja, es gibt keine Einhörner im Universum, also zumindest keine lebenden Einhörner, die Morde begehen können, ne, in unserer Fantasie vielleicht. Also all das sind so Beispiele, wo uns vollkommen klar ist, so reden wir nicht, damit können wir uns nicht rausreden, das würden wir niemals akzeptieren, weil wir schon sozusagen unterstellt haben, dass es sowas gibt wie Tatsachen, die was mit unserem Leben zu tun haben. Aber sobald man in Bereiche kommt, die jetzt gar nicht so unmittelbar das Leben betreffen und gefährlich oder tödlich sind für unser Alltagsleben, da sind wir dann vielleicht schon eher geneigt, so vielleicht diese Kriterien, die wir anschlagen, für den kausalen Nahbereich aufzugeben. Also sowas wie, und ich nenne das halt den postfaktischen Denkstil, also es ist nicht eine Eigenschaft unserer gesamten Gesellschaft, dass wir alle postfaktisch wären und nicht an Wahrheit glauben, sondern es gibt einige Leute oder für jeden kann man das vielleicht sagen, einige Situationen, in denen wir vielleicht eher geneigt sind, so einen faktenfernen oder postfaktischen Denkstil zu haben. Also wo wir nicht so vielleicht rational oder klar oder wissenschaftlich denken, wie wir es könnten. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Also es gibt zum Beispiel ideologische Gründe. Da werden wir noch eine ganze Sitzung dazu machen, dass Leute geneigt sind, wenn sie eine bestimmte Vorstellung haben, wie die Welt sein soll, bestimmte Ideologie haben, wie die beste Gesellschaft oder das richtige Leben, das gute Leben aussieht und Tatsachen diesem Modell widersprechen oder ihrer Vorstellung widersprechen, dass sie das dann ganz gerne leugnen. Zum Beispiel vorhin das Beispiel mit den Fake News. Ne? Irgendjemand hat die Theorie, dass Einwanderung eine ganz große Bedrohung ist. Die Person liest eine Geschichte von gelungener Einwanderung, dann sagt die Person, das ist Fake News. Ja, das kann nicht wahr sein, weil es nicht wahr sein soll. Darüber sprechen wir noch. Das wäre eher ein Beispiel für einen postfaktischen Denkstil, aber nicht dafür, dass unsere gesamte Gesellschaft postfaktisch ist. Und dann gibt es natürlich, wir sind zwar sehr wissenschaftlich gebildet, aber natürlich ist nicht jede einzelne Person perfekt wissenschaftlich gebildet und selbst dann fällt man auch manchmal auf Sachen rein. Deshalb kann man sagen, es gibt auch in der modernen Welt, modernen Wissensgesellschaft immer noch genug Aberglauben, Mythen, an die wir glauben, Pseudowissenschaft, mit der sogar Geld gemacht wird. Also es gibt immer noch viele Beispiele für unwissenschaftliches Denken. Auch dazu machen wir zwei Sitzungen zur Aberglaube und zur Pseudowissenschaft. Das ist natürlich auch immer noch weit verbreitet. Aber es ist bezogen auf bestimmte Bereiche und auch nicht auf jede Person. Und der wichtigste Punkt, glaube ich, ist, die umstrittenen Fälle, also ich nehme mal als Beispiel die Covid-Pandemie, jetzt ging es darum, Leute streiten sich, hat die Impfung jetzt gewirkt oder nicht gewirkt? Ja, das muss man dann untersuchen mit großen Studien. Machen wir auch noch eine Sitzung dazu, ne? Wie ermittelt man überhaupt echtes wissenschaftliches Wissen, was sind da die Methoden, welche Fallstricke gibt es dort, also wir untersuchen das jetzt und jetzt gibt es einen Streit darum, ob diese Impfung zum Beispiel gewirkt hat oder nicht. Und selbst die Leute, die vehement bestreiten, dass die Impfung gewirkt hat, obwohl die ganze Evidenz dafür spricht, die ganzen Untersuchungen dafür spricht, ist keine Person, die alle Fakten leugnet, sondern meistens nur eine bestimmte Tatsache, ein bestimmtes Faktum. Also meistens muss die Person dann akzeptieren, aha, es gab eine Pandemie, die wurde durch Viren ausgelöst. Man kann normalerweise gegen Viren impfen. Impfung funktioniert nach bestimmten Prinzipien. Und es wurden so und so viele Menschen die Impfung verabreicht. Also all das akzeptiert die Person als wahr. Nur der letzte Schritt, das hat auch gewirkt oder hat bei einer hinreichenden Zahl von Menschen die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie sich nicht anstecken, ja? Egal wie man das ausdrückt. Darum geht dann der Streit. Aber jeder Streit oder jeder Disput, den man führt darüber, ob jetzt eine einzelne Aussage wahr oder falsch ist, setzt schon voraus,
dass wir ganz viele andere Wahrheiten geteilt haben. Das ist ein Argument, das kommt unter anderem von Donald Davidson, so ein bisschen ist das schon bei Aristoteles vorgezeichnet. Also die Idee, wir können gar nicht über bestimmte Dinge reden und uns streiten, ob die wahr oder falsch sind, wenn wir nicht gemeinsame Wahrheiten, wahre Aussagen haben, die wir alle schon akzeptiert haben. Also ganz profanes Beispiel, wenn wir uns darüber streiten, ob die Tür zu oder offen ist, oder noch besser, ob sie jetzt verschlossen ist oder offen ist, das können wir jetzt vielleicht nicht sehen, müssten wir schon akzeptiert haben, was eine Tür ist, dass man Türen verschließen kann, dass man es dadurch testen kann, dass ich jetzt an dem Griff rüttle, dass es ein Schloss gibt, dass Schlösser typischerweise Schlüssel haben. Und diese ganzen Annahmen müssen wir alle schon geteilt haben, das ist sozusagen der Hintergrund an wahren Annahmen, um uns über diese eine umstrittene Frage zu streiten. Eine Person sagt, die Tür ist verschlossen, die andere Person sagt, sie ist offen. Ja, um diesen Streit zu haben, muss man ganz viel schon akzeptiert haben. Woran man auch wiederum sieht, dass, ja, eigentlich kein, dass wir nicht alle Aussagen oder alle Wahrheiten in Frage stellen oder alle Fakten leugnen, sondern typischerweise uns um Einzeldinge streiten, was normal ist in der menschlichen Sphäre. Du erstmal, ja? Wo fallen jetzt bei dieser ganzen Aufzählung Dinge wie Liebe oder Glaube und Freundschaft rein? Weil die sind ja jetzt auch nicht wissenschaftlich bemessbar. Also ich rede jetzt nicht von fanatischem Glauben wie jetzt IS oder irgendwelche Ideologien, sondern also nach dieser Logik ist ja dann quasi nur das echt, was wissenschaftlich nachweisbar ist. Ja. Also darauf ist ja die Gesellschaft oder Zwischenmenschlichkeit ja nicht also funktioniert ja nicht so. Ja, ja, ist eine sehr gute Frage. Also die Frage, ich formuliere sie nochmal um in meinem Vokabular. Also alle Beispiele, die ich bisher gegeben habe, waren objektiv aus der dritten Person überprüfbare Tatsachen. Also nicht alle kann man direkt überprüfen, aber im Prinzip könnten wir überprüfen, ob Olaf Scholz Bundeskanzler ist oder ob Wasser aus H2O besteht. Da gibt es eine Anleitung, wie man das überprüft. Und das sind Fakten, da sagt man aus der dritten Person Perspektive, weil aus der dritten Person können das mehrere Leute, können objektiv von außen das überprüfen und sich darauf einigen, dass das wahr oder falsch ist. Und jetzt sagst du, aber es gibt ja viele, ich würde es mal so ausdrücken, Wahrheiten oder wahre Aussagen über unser Innenleben. Also Aussagen darüber, was ich jetzt gerade empfinde, die können auch wahr sein. Ja? Also mein linker Schuh drückt, könnte eine wahre Aussage sein, aber das kann man schwer oder vielleicht gar nicht überprüfen. Ja? Oder welche Gefühle man für eine Person hat oder was man sich jetzt gerade vorstellt oder an was man glaubt. Das stimmt, aber trotzdem kann man den Unterschied ja machen, also die sind schwerer oft herzustellen und wir können auch mal, in einer Sitzung reden wir auch, glaube ich, ein bisschen über die Innenperspektive. Das ist schwieriger, an Informationen über das Innenleben von Menschen ranzukommen. Aber im Prinzip wissen wir, dass es auch da wahre und falsche Aussagen gibt. Also ich könnte zum Beispiel jetzt lügen und sagen, mein Schuh drückt gar nicht, obwohl er drückt. Die einzige Person, die das jetzt überprüfen kann, bin vielleicht nur ich. Deshalb ist es schwer zu überprüfen für alle anderen, aber trotzdem können wir sagen, wann die Aussage wahr oder falsch ist. Wenn der Schuh wirklich drückt, ist sie wahr, wenn er nicht drückt, ist sie falsch. Und diese Frage der Überprüfbarkeit gehört in den Bereich der Erkenntnistheorie oder Wissenschaftsphilosophie. Das machen wir nächste Sitzung. Und es gibt eine enge Verbindung zwischen Wahrheit und Wissen, weil typischerweise sagt man ja, wenn ich etwas weiß, dann muss das wahr sein. Aber werden wir gleich jetzt machen, wenn wir über Wahrheit reden, kann man diese Frage erstmal unabhängig davon behandeln, ob wir es wissen können. Das wird sehr oft verwechselt oder überblendet. Die Leute sagen, ja, ich habe meine eigenen Wahrheiten oder so. Aber sie merken nicht, dass sie einmal darüber reden, ob es wahr oder falsch ist und das andere Mal darüber reden, woher ich es wissen kann. Kann ich es sicher wissen, also wie gut ist die Evidenz und können es die anderen Leute genauso gut wissen. Ein bisschen lange Antwort für eine kurze Frage, aber es ist ungefähr, ja? Ja, vielleicht reden wir nochmal über so kulturelle Rituale zum Beispiel, weil da gehen ja Menschen wirklich auch in Gruppen davon aus.
aus, dass zum Beispiel etwas wahr ist, ob das jetzt dann wirklich so ist, und das können die ja nicht nachweisen. Ja, genau, das gibt es auch. Also es gibt natürlich Annahmen, die nicht nachweisbar sind, zum Beispiel, dass es höhere Wesen gibt. Ich könnte mir jetzt vorstellen, es gibt einen Dämon und wenn ich dem jetzt keine Opfer gebe, dann bestraft er mich. Aber auch das ist entweder wahr oder falsch. Also entweder es gibt den Dämon oder es gibt ihn nicht. Vielleicht kann ich es nicht rausfinden. Und es könnte auch sein, dass sehr viele Menschen etwas glauben, was falsch ist. Ja, fast alles, was in Religionen so metaphysisch gesagt wird, ist sehr wahrscheinlich falsch. Ja, aber man kann es halt, es kann trotzdem sein, dass es sehr viele Menschen glauben. Aberglauben, ne? Viele Menschen glauben, wenn man auf Holz klopft, bringt das was. Für die bringt einem Glück. Stimmt nicht, es bringt einem kein Glück. Es bringt einem auch kein Pech, es hat überhaupt keine kausalen Einwirkungen auf das Schicksal. Aber es kann natürlich sein, dass viele Menschen das glauben. Und darüber sprechen wir auch noch, wenn wir über Wissenschaft und Wissenschaftstheorie sprechen, nämlich die Frage, wann habe ich einen guten Grund zu der Annahme? Und wenn ich keinen guten Grund für eine Annahme habe, dann sollte ich die Annahme lieber weglassen. Aber das ist noch ein bisschen anderes Thema. Ne? Aber auch da kann man sagen, vielleicht gibt es Dämonen. Ne? Es ist jetzt nicht vollkommen ausgeschlossen, es könnte Dämonen geben. Und dann würde ich mich jetzt irren, wenn ich sage, es gibt keine. Oder umgekehrt, wenn Leute annehmen, es gibt Dämonen, es gibt keine, ist das dann vielleicht falsch. Also entweder es ist wahr oder falsch, wenn wir noch recht drüber reden. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Ne? Aber es kann manchmal sein, dass Dinge so schwierig sind oder so, dass der Wissenszugang, den wir dazu zu haben, so kompliziert ist, dass wir es nicht klären können, dass wir die Frage jetzt nicht mit unseren Mitteln, die wir jetzt gerade haben, nicht rausfinden können. Gerade hat sich noch jemand gemeldet. Ach, ja. Du hast das Beispiel mit der Tür angedeutet und da muss man sich ja vorher auf Sachen einigen, um davon, aber man kann ja auch Worte lernen, ging es ja dann auch bei der Trump-Sache, dass die Sachen anders interpretiert werden. Das ist ja auch bei dem Ei in Alice in Wonderland, Humpty Dumpty, glaube ich, hieß das. Ja. Das hat ja auch irgendwas gesagt und für einen Menschen oder für sie hat das in dem Zusammenhang überhaupt keinen Sinn ergeben, aber das hat Sachen einfach ganz anders interpretiert oder anders gemeint. Und das spielt ja eben auch in der politischen Welt eine sehr große Rolle. Das hatte ich jetzt auch ein kurzes Beispiel. Da ging es dann um einen Politiker, dem vorgeworfen wurde oder von dem behauptet wurde, dass er eine Affäre mit irgendeiner Frau hatte und hatte. Und dann wurde er darauf angesprochen und er hat gesagt, es ist jetzt gerade keine... Das war das Clinton-Beispiel, ne, was du meinst. Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, genau. Also sie sagt, jetzt gerade gibt es keine. Und das ist ja natürlich, dieser Satz ist ja an sich korrekt, aber wenn man den Sinn bedenkt, genau, man muss, ist Ausrede. Ja, ist eine sehr gute Frage. Also ich formuliere das auch nochmal um. Ich habe jetzt die Sätze so behandelt, dass sie eine eindeutige Bedeutung haben. Und dann können wir natürlich sagen, sind sie wahr oder falsch. Aber die Sache ist komplizierter, weil normalerweise Sätze im Kontext vielleicht verschiedene Bedeutungen haben können oder man Wörter oder Phrasen unterschiedlich interpretieren kann. Und es gibt immer zwei Aspekte, wenn wir uns fragen, ist etwas wahr oder falsch, kommt gleich noch, aber wenn wir uns die Sätze anschauen, müssen wir uns erstmal darauf einigen, hat der Satz, über den wir jetzt reden, schreiben wir beide diesem Satz dieselbe Bedeutung zu und dann können wir uns fragen, ist es wahr oder falsch? Und ein typisches Manöver in der Politik kann sein, zu sagen, ich habe das ein bisschen anders gemeint. Ne? Also wie du den Satz interpretierst, ich habe damit was anderes gemeint. Das macht die Sache noch komplizierter. Deshalb habe ich jetzt erstmal die Sätze so behandelt, dass ich sage, wir alle schreiben denen dieselbe Bedeutung zu. Aber natürlich kann es sein, dass der Satz, also ein typisches Beispiel ist, aus der Alltagssprache ist, wenn ich sage, die Noten liegen auf der Bank, könnte es sein, dass das Geld... damit ich die Geldnoten meine und die mit der Bank das Geldinstitut, vielleicht meine ich Musiknoten, die auf der Parkbank liegen. Ob das jetzt wahr oder falsch ist, hängt erstmal davon ab, welche Bedeutung wir einem mehrdeutigen Satz zuordnen. Erst wenn wir uns darüber einigen, du meinst, die Musiknoten liegen auf der Parkbank. Ja, das meine ich. Dann können wir fragen, okay, jetzt schauen wir nach, ne? Liegen die auf der Parkbank oder nicht? Dann können wir uns darüber einigen, ob das wahr oder falsch ist. Aber bevor die Bedeutung der Sätze nicht ganz klar ist, ist vollkommen korrekt, wissen wir auch nicht, ob sie wahr oder falsch sind, beziehungsweise ob sie Tatsachen ausdrücken. Gut. Also ich mache ein kurzes Zwischenfazit. Das war sozusagen der erste Block Wahrheit. Fakten. Fakten bestehen unabhängig von uns.
Typischerweise würden wir sagen, wer die Fakten beschreibt, sagt etwas Wahres. Und es ist ein Fakt oder eine Tatsache, dass bei Trumps Inauguration weniger Besucher waren als bei Obama 2009. Wir leben nicht im postfaktischen Zeitalter, sondern meiner Ansicht nach im wissenschaftlichsten Zeitalter der Menschheitsgeschichte. Die Trump-Administration hat so einen, könnte man sagen, postfaktischen Politik- und Denkstil verfolgt. Das ist typisch für Populisten. War er und sein Team nicht, waren die nicht alleine. Ich glaube, ein Merkmal ist, dass die mit Lügen und Bullshit über das normale Maß hinausgehen. Alle Politiker lügen mal, bullshitten mal und sagen nicht immer die ganze Wahrheit. Auch Obama hat nachweislich gelogen. Die New York Times hat das aufgeschrieben. Aber niemand hat so viel gelogen und so viel Unfug erzählt wie Trump, seit das aufgezeichnet wird von den großen Zeitungen. Und wir haben zumindest keinen Anlass zu sagen, dass jetzt die gesamte Menschheit aufhört, an Fakten zu glauben, sondern es ist eher eine bestimmte Eigenschaft, die Leute haben, zum Beispiel in der Politik, aber vielleicht auch in ihrem Alltag. Und die große Frage ist natürlich jetzt, das ist die Überleitung, wie ist es jetzt mit Wahrheit, ne? Wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet, ne, dass etwas wahr oder falsch ist und dass man die Wahrheit ausdrückt mit den Fakten, und deshalb machen wir die Überleitung zu Wahrheit. Nochmal eine Frage zu der Folie davor. Du hattest gesagt, Fakten bestehen unabhängig von uns, unabhängig von allen Menschen sozusagen. In der einen Lesart, ja. Aber man könnte auch sagen, selbst in der anderen Lesart, da komme ich gleich dazu, kann man sogar sagen, dass Wahrheiten, also wenn man sagt Fakten im Sinne von wahre Aussagen, dass deren Existenz auch unabhängig davon ist, ob das von Menschen formuliert oder geäußert wird oder nicht. Also 2 plus 2, die Aussage 2 plus 2 ist 4, war auch wahr, lange bevor der erste Mensch das gedacht oder gesagt oder formuliert hat. Also eine Lesart zu sagen, ist zu sagen, naja, die Inhalte von Sätzen, da sage ich gleich noch was, die Propositionen erkläre ich gleich noch, die sind wahr oder falsch, und das ist erstmal gar nicht so wichtig, ob das jemand erkennt oder formuliert oder versteht, sondern es besteht einfach erstmal, ja. Und wie wäre es jetzt zum Beispiel in einem Fakt, für den es gerade kennzeichnet ist, dass er davon abhängt, was Menschen machen? Ja. Also zum Beispiel zwei Menschen sind befreundet. Ja, das ist abhängig. Davon müssen die existieren. Genau, manche Wahrheiten, also wahre Aussagen, hängen von einer bestimmten Konstellation in der Welt ab. Ne? Also zum Beispiel, dass bestimmtes buntes Papier Geld ist, ist eine soziale Tatsache. Die besteht nur, weil bestimmte Menschen bestimmte Überzeugungen haben, in einer bestimmten Gesellschaft, in bestimmten Institutionen leben. Und so kann man sagen, es gibt sowas wie soziale Fakten, die bestehen nur, weil Menschen existieren. Die bestanden nicht, als es noch keine Menschen gab. Andere Fakten, Aussagen oder Eigenschaften des Universums sind unabhängig davon, dass Menschen existieren. Also Elektronen sind immer negativ geladen, dafür müssen Menschen nicht existieren, aber natürlich muss es denkende, mentale Wesen geben, damit es sowas geben kann wie eine Universität, wie Geld, wie Tische und Stühle, also alles, was man Artefakte nennt, von Menschen gemachte Dinge. Und diese Tatsachen nennt man manchmal Social Facts, soziale Tatsachen. Ja, die hängen irgendwie von unseren mentalen Zuständen ab. Also Überleitung Wahrheit. Ja, das klärt sich auch gleich, das kommt auch gleich nochmal dran, was eigentlich wahr oder falsch ist. Ja, ich hatte schon gesagt, es gibt diese interessante Beobachtung, dass es in der Welt Wahrheitsfeinde gibt. Populisten habe ich schon genannt. Vielleicht gehört in die Liste noch einige Querdenker, radikale Impfgegner und andere Feinde der Wissenschaft. Und das sind auch die Leute, die tendenziell Fake News verbreiten, an Verschwörungstheorien glauben, auch so pseudowissenschaftlichen Unfug verbreiten, die auch gerne mal Lügenpresse sagen, wenn ihnen was nicht passt in der Presse. Und irgendwie wollen wir die kritisieren. Ja, wir wollen die Feinde der Wissenschaft oder die Feinde des rationalen, klaren Denkens kritisieren. Aber wenn wir das machen, wollen wir ja irgendwie sagen, ja, man kann sich auf die Wissenschaft verlassen, follow the science, die Wissenschaft ist der beste Weg, die Wahrheit rauszufinden. Jetzt gibt es aber eine zweite Beobachtung, dass es, ich würde sagen, in den Geistes- und Sozialwissenschaften relativ verbreitet, aber leider auch unter Journalisten. Und vielleicht sogar manchmal so im Alltag hört man das so, dass dann Leute sagen, es gibt gar keine Wahrheit.
Und ich glaube, da entsteht sofort eine Spannung oder ein Konflikt, weil auf der einen Seite gibt es Leute, die sagen Unfug und ich will sagen, das, was die sagen, ist falsch und unwissenschaftlich. Aber um das zu sagen, muss ich sagen, ja, die Wissenschaft ist der Weg, wahre Aussagen rauszufinden. Wenn Wissenschaft systematische Wahrheitssuche ist, kann ich nicht beides haben. Ne? Entweder ich sage, es gibt keine Wahrheit, dann gibt es auch nicht Wissenschaft im Sinne von, es gibt so etwas wie eine systematische Wahrheitssuche, das Geschäft der Wissenschaft. Oder, dann, wenn ich das sage, kann ich immer die Leute nicht kritisieren. Also wenn ich sie kritisieren will, muss ich mich irgendwie darauf festlegen, es gibt Wahrheit. Ne? Und da, glaube ich, gibt es eine gewisse Spannung in der öffentlichen Diskussion, dass Leute beides machen wollen. Sie wollen einerseits die Leute kritisieren und sagen, was ihr sagt, ist falsch, also nicht wahr, aber andererseits sagen sie, es gibt gar keine Wahrheit. Deshalb leite ich über zu der großen Frage, die erste Frage, die man sich stellen muss, gibt es Wahrheit? Ja oder nein? Möchtest du dazu was sagen? Ja, also der Satz, es gibt keine Wahrheit, ist ja in sich widersprüchlich, weil wenn dieser Satz stimmt, es gibt keine Wahrheit, dann ist der ja auf eine Art wahr und dadurch bedeutet es ja, dass es wieder eine Wahrheit gibt. Ja, das ist eine gute Beobachtung. Leider hast du mir jetzt damit die Pointe geklaut, aber... Ja. Ich habe es von ihm. Das habe ich jetzt nicht entdeckt, aber das ist eine interessante Beobachtung, die man so im Alltag macht, vor allen Dingen, wenn man Philosophie unterrichtet. Ich glaube nämlich, es gibt diese große Geste, es gibt keine Wahrheit und eine unumstößliche Wahrheit im Leben jedes Philosophiedozenten und jeder Philosophiedozentin ist, dass irgendwie im Seminar jemand sitzt und sagt, es gibt keine Wahrheit und die beste Widerlegung dieser These ist, damit hat sich schon Aristoteles rumgeschlagen, Aristoteles hat gesagt, wer sagt, es gibt keine Wahrheit, ist wie eine Pflanze. Und wer Aristoteles kennt, weiß, dass das nicht als Kompliment gemeint ist. Ja, Pflanzen haben keinen rationalen Seelenteil. Das sind sozusagen Lebewesen, die nicht denken können. John Searle, zeitgenössischer amerikanischer Philosoph, sagt, wer sagt, es gibt keine Wahrheit, der macht Mickey Mouse Philosophie. Ist auch nicht positiv gemeint. Und der leichteste Weg, das zu widerlegen, wie wir gerade gehört haben, ist, sich zu fragen, ist denn der Satz selber wahr oder falsch? Ne? Wenn man sagt, es gibt keine Wahrheit, sagt man ja sowas wie, alle Sätze oder kein Satz ist wahr oder falsch oder alle Sätze sind falsch oder es gibt keinen wahren Satz, dann darf der Satz, es gibt keine Wahrheit, auch nicht wahr sein. Wenn der Satz aber falsch ist, dann sagt er das Gegenteil und das Gegenteil von, es gibt keine Wahrheit, ist, es gibt Wahrheit, aber dann gibt es einen Widerspruch. Ne? Also irgendwie passt das nicht zusammen. Man könnte sowas sagen wie, es gibt nur eine einzige Wahrheit auf der Welt, nämlich, dass es keine Wahrheit gibt. Das wäre vielleicht eine widerspruchsfreie Formulierung. Aber Philosophen mögen das gerne. Die Selbstanwendung kann man immer machen, wenn man irgendeine große Theorie hat, eine starke These, kann man immer fragen, gilt das auch für die These selbst? Ist der Satz selber wahr, dass es keine Wahrheit gibt? Der Satz sagt, es gibt keine Wahrheit, dann darf der auch nicht wahr sein. Man muss sich, glaube ich, klar machen, wenn man darüber nachdenkt, dass man in der Philosophie, also ich glaube, das ist auch eine Motivation, warum Leute sagen, es gibt keine Wahrheit, die Wahrheit ist jetzt nicht, damit ist nicht gemeint, es gibt da ein mysteriöses, großes Etwas, was sich wenigen Leuten erschließt, die Wahrheit als großes Nomen. Sondern meistens, wenn man in der Philosophie sagt, wir reden über Wahrheit oder Wahrheitstheorien, dann meint man mit Wahrheiten wahre Aussagen. Also es gibt wahre und falsche Aussagen und die wahren Aussagen nennt man die Wahrheiten und die falschen Aussagen die Falschheiten, aber man könnte einfach auch sagen wahre und falsche Aussagen. Ich glaube, es hätte weniger Verwirrung gegeben, hätte man von vornherein nicht von der Wahrheit geredet als großes Nomen, sondern einfach nur von wahren und falschen Aussagen. Und in der Philosophie geht es um Wahrheit, darum gibt es wahre Aussagen. Wir haben schon gesehen, ein paar Folien zuvor, wir kennen ganz viele wahre Aussagen. Also ganz viele Wahrheiten. Ja, aber Wahrheiten über X sind einfach wahre Aussagen über X. Also wenn jemand sagt, es gibt keine Wahrheit, dann kann ich ihm sagen, doch, die Quadratwurzel aus 9 ist 3, ist zum Beispiel eine Wahrheit, eine wahre Aussage. Oder im Jahr 1989 ist die Berliner Mauer gefallen, Pflanzen beziehen ihre Energie durch Photosynthese. Ja, es sind drei wahre Aussagen und wir kennen sehr, sehr viele andere wahre Aussagen. Also kann man die These, dass es keine Wahrheit gibt, leicht widerlegen. Und die zweite Beobachtung ist, es gibt eigentlich
ziemlich viele Wahrheiten, die wir nicht kennen. Das schließt ein bisschen an deine Frage an. Ne? Also diese Frage auf der einen Seite, sind Aussagen wahr oder falsch und kennen wir die Wahrheit? Also wissen wir, ob sie wahr oder falsch sind? Und das muss nicht zusammengehören, weil es gibt ganz viele Dinge in der Welt, im Universum, die wir gar nicht wissen. Und weil man aus jedem falschen Satz automatisch mit der Negation einen wahren machen kann, kann man sich ziemlich schnell klar machen, dass es unendlich viele Wahrheiten gibt. Also stellen wir uns vor, die Wissenschaft der Zukunft in 1000 Jahren findet raus, dass Pflanzen sich nicht durch Photosynthese ernähren oder ihre Energie nicht durch Photosynthese beziehen. Also alle Leute, die das geglaubt haben, in den letzten 1000 Jahren haben sich geirrt. Ja, es ist gar nicht wahr. Es gibt irgendeinen anderen Mechanismus, irgendeine unsichtbare Kraft, die man einfach noch nicht nachweisen konnte in den letzten 1000 Jahre. Dann wäre automatisch die Aussage, Pflanzen beziehen ihre Energie nicht durch Photosynthese wahr. Also man kann aus jeder falschen Aussage mit einer Negation eine wahre Aussage machen. Ein ziemlich schlagkräftiges Argument dafür, dass es unendlich viele wahre Aussagen gibt. Alle Aussagen, von denen wir glauben, dass sie wahr sind, wenn die sich als falsch herausstellen, müssen wir sie nur negieren, haben wir wieder eine wahre Aussage. Es gibt noch ein besseres oder ein anschaulicheres Argument, dass man, wenn man sich zum Beispiel in die Mathematik begibt, also wir wissen, 1 plus 1 ist 2 ist wahr, 2 plus 1 ist 3 ist wahr, 3 plus 1 ist 4 ist wahr. Wir wissen, das können wir unendlich fortsetzen. Also kann ich mit diesem einfachen Mechanismus unendlich viele wahre Aussagen produzieren. Ja? Auch ein Argument dafür, dass es unendlich viele wahre Aussagen gibt. Wir Menschen sind aber nur endliche Wesen. Wir haben eine nur endliche Zeit und endliche kognitive Kapazitäten. Das heißt, wir können nicht alle diese wahren Aussagen formulieren oder uns anhören oder sie erkennen oder verstehen. Aber im Prinzip ist klar, dass es unendlich viele Wahrheiten gibt, auch wenn wir selber nicht die Zugänge oder Kapazitäten haben, sie zu ermitteln. Und noch ein Beispiel, um sich das klarzumachen, der Satz, Rosa Luxemburg hat am 1. Januar 1900, also zum Jahrhundertwechsel, eine Zigarette geraucht. Ist entweder wahr oder falsch. Es gibt gar nicht mehr Möglichkeiten. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder ist es wahr oder ist es nicht wahr. Und wir werden es nicht herausfinden, wenn wir jetzt nicht in ihr Tagebuch schauen oder es eine Aufzeichnung oder ein Foto gibt, haben wir keinen Hinweis darauf. Viele Wahrheiten der Geschichte, wahre Aussagen über Zeitpunkte in der Geschichte sind für immer verloren. Wir kommen da niemals mehr ran. Was aber nicht heißt, dass es nicht entweder diese eine oder andere Möglichkeit gibt. Also entweder ist es wahr, sie hat eine Zigarette geraucht, oder es ist wahr, sie hat keine Zigarette geraucht. Das erschöpft alle Möglichkeiten. Mehr Möglichkeiten gibt es einfach nicht. Und eine der beiden Aussagen muss wahr sein. Auch wieder ein trivialer Punkt, aber das zeigt, dass Aussagen unabhängig von uns entweder wahr oder falsch sind, ob wir es wissen oder nicht. Und es gibt unendlich viele, Verzeihung, Wahrheiten, aber auch unendlich viele Falschheiten. Ja. Zwei Sachen, also einmal bei diesen mathematischen Sachen, das mit der Unendlichkeit. Also es gibt ja auch, also Unendlichkeit kann man ja eigentlich nicht so richtig mathematisch angehen. Also es gibt ja keine Unendlichkeit, kann man zwar darstellen mit der liegenden 8, oder ob es dafür ein Fachwort ist, weiß ich nicht. Aber da kann man nicht, soweit ich weiß, ich weiß nicht viel, aber soweit kann man da nicht so richtig mathematisch rangehen, sondern eigentlich nur philosophisch. Und wenn man das mal mathematisch versucht, kommt man ja irgendwann zu dem Punkt, unendlich ist gleich null. Und das würde ja eigentlich dafür aussprechen, dass es gibt eben nur diese eine Wahrheit, nämlich dass es keine Wahrheit gibt. Weil dann kann man das ja nicht unendlich weiterführen, weil dann man wieder irgendwie bei null ist. Und dann stimmt es ja alles auch irgendwie nicht. Also ja, ich würde es mal so formulieren, ich bin jetzt auch nicht so firm in der Mathematik, aber vielleicht kann man die Frage so formulieren, was ist mit Aussagen in der Mathematik, wo es vielleicht keine Lösung gibt oder die Lösung umstritten ist? Zum Beispiel Aussagen über die Unendlichkeit, vielleicht gibt es verschiedene Arten von Unendlichkeiten oder wir können keine richtige Aussage darüber treffen. Das mag so sein und es gibt viele heute noch umstrittene Bereiche in der Wissenschaft, sowohl in der formalen Wissenschaft, Mathematik, als auch in der empirischen Wissenschaft. Und vielleicht werden wir einige davon auch niemals rausfinden, weil unsere kognitiven Kapazitäten nicht reichen oder weil man sie nicht rausfinden kann. Für mein Beispiel reicht es aber, dass in dieser Reihe
1 plus 1, dass jede Zahl einen Nachfolger hat, dass man einzelne, unendlich viele einzelne wahre Aussagen produzieren kann. Also in diesem anspruchslosen Sinn von unendlich viele kann man sich damit nur klar machen, egal ob ich die jetzt denke, formuliere, ob ich überhaupt Mathematik kann, diese Wahrheiten bestehen und es gibt unendlich viele davon. Wollen Sie noch was fragen? Ja, zu Luxemburg. Also es ist ja nicht, dass wir es nicht wissen können, man kann sich ja versuchen, dem anzunähern. Zum Beispiel war sie, ich weiß es jetzt nicht, aber war sie eine Kettenraucherin, hat sie Rauchen gehasst oder hat sie dann und wann mal wieder eine geraucht? Wenn wir zum Beispiel, weil ob sie jetzt nie geraucht hat oder ob sie wirklich jeden Tag zwei Packungen geraucht hat, da könnte man sehr vielleicht irgendwie auch Informationen bekommen. Wir werden es vermutlich niemals wissen. Ja. Also Zeitreisen, vielleicht kommen wir nicht Zeitreisen. Genau, dann würde man es rausfinden. Es könnte sein, dass wir es nicht wissen, aber wenn wir es rausfinden würden, müssten wir entweder in der Zeit zurückgehen und dann sie den ganzen Tag beobachten und gucken, hat die jetzt doch noch eine Zigarette sich angesteckt. Ich habe einen Experten lustigerweise zu dem Beispiel gefragt, der die eine Rosa Luxemburg Biografie geschrieben hat, Ernst Pieper, ein Historiker, und der meinte, sie ist nicht Raucherin, es ist extrem unwahrscheinlich, dass sie geraucht hat. Auf der anderen Seite Silvesternacht, und welcher Nichtraucher hat dann vielleicht schon mal was gemacht, wo man dachte, habe ich mir was angesteckt oder so, oder ich habe mal was eingeworfen, was ich sonst nicht einwerfe oder so. Also man macht manchmal an Silvester Sachen, die vielleicht nicht normal sind oder die man sonst nicht macht in seinem Leben. Deshalb haben wir vielleicht eine evidenzielle Basis. Das machen wir nächste Sitzung. Also wie gut sind unsere Hinweise? Wie plausibel ist die ein oder andere Annahme? Und es spricht mehr dafür, sagen Historiker, die sich auskennen, dass sie keine Zigarette geraucht hat. Aber wir können es trotzdem nicht sicher wissen. Ja. Genau, aber es muss entweder so oder nicht so gewesen sein. Ne? Also ob es wahr oder falsch ist, ist unabhängig davon, wie gut meine Mittel sind, das herauszufinden. Ja, also erstmal die Frage, gibt es Wahrheit, wenn man damit meint, gibt es wahre Aussagen? Es gibt unendlich viele, wir kennen aber viele nicht. Und die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was ist eigentlich Wahrheit? Ja, das ist eine Frage. Noch mal eine Frage zu dem Selbstanwendungsverhalten. Also ich sehe nicht ganz, wieso die Person, die sagt, es gibt keine Wahrheit, wieso die damit ein Problem haben soll. Weil wenn es wirklich keine Wahrheit gibt, ja. Dann ist es ja auch egal, ob der Satz wahr ist oder nicht. Also wenn es für diese Person, also diese Person erhebt darauf keinen Wahrheitsanspruch. Ja. Sie sagt einfach das, was sie fest dran glaubt, und sie möchte, dass die anderen auch mit einstimmen in diesen Satz, aber nicht, weil der wahr ist. Ja, dann müsste man schon ganz schön das konstruieren. Also wenn man damit meint, es gibt keine Wahrheit, sowas, dann, wenn man folgende Annahmen geteilt hat. Sätze können wahr oder falsch sein. Ich mache jetzt eine Äußerung, die typischerweise wahr oder falsch sein kann. Der Inhalt dieser Äußerung ist, dass kein einzelner Satz wahr ist. Dann kann man sich schon die Frage stellen lassen, also gilt das auch für den Satz, den du jetzt präsentiert hast. Wenn die Person dann sowas sagt wie, aber ich wollte gar keine Aussage treffen, dann ist es auch kein... Dann hat sie eigentlich dasselbe Selbstanwendungsproblem, weil dann hat sie so eine Art Lautperformance gemacht. Ne? Dann hat sie sowas gesagt wie, ich habe die Lautfolge, es gibt keine Wahrheit produziert, habe aber damit nichts ausgesagt. Dann haben wir auch nicht das Problem, dass jemand behauptet, dass es keine Wahrheit gibt, sondern hat jemand performt, vielleicht was aufgesagt. Mir ging es aber darum, dass Leute das behaupten. Ja? Und behaupten heißt, ich glaube, dass der Inhalt gilt, beziehungsweise dass der Inhalt wahr ist. Ne? In Behauptung steht eigentlich auch schon die Wahrheit mit drin. Also sie erkennen nicht, dass sie gleichzeitig etwas behaupten, und behaupten heißt, sich auf die Wahrheit der Aussage festzulegen. Wenn man die Aussage aber ist, es gibt keine Wahrheit, entsteht auf jeden Fall eine Spannung. Ja, die Person könnte einfach sagen, mir ist danach, das zu sagen, und ich wünsche mir anderen, dass ihnen auch danach ist. Genau, aber dann würde ich sagen, hat sie nichts behauptet. Und wenn sie nichts behauptet hat, können wir uns auch nicht drüber streiten. Dann ist es sowas wie, das ist so wie, wenn ich jetzt in einer anderen Sprache, die ich nicht kenne und nicht verstehe, eine Lautfolge, weil ich die im Radio höre, wiedergebe. So wie man früher vielleicht so Lieder mitgesungen hat. Dann könnte man sagen, du hast zwar die Lautfolge produziert, aber du hast das jetzt nicht ausgesagt oder behauptet. Aber mir ging es jetzt um den Fall, dass Leute das ja wirklich sagen. Ne? Und zwar mit behauptender Kraft, und nicht merken, dass sie sich damit eigentlich auch schon auf die Wahrheit festlegen.
Letzte Frage, sonst kommen wir nicht durch. Ja, ich bin ja sehr im Schulmodus und ich will jetzt die ganze Zeit melden. Nein, was ich noch sagen wollte, also sollen wir, wie wir diesen Satz, also es gibt keine Wahrheit, interpretieren soll, weil also der Aristoteles Spruch, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist ja auf eine Art in sich auch widerspruchsvoll. Wenn er etwas weiß, nämlich dass er nichts weiß, dann weiß er ja was und das deswegen kann er dann ja dadurch nichts wissen. Oder wenn er nichts weiß, kann er nicht wissen, dass er nichts weiß. Ja. Aristoteles hat das nicht gesagt. Aber es wird Sokrates zugeschrieben. Und das, also das zu akzeptieren und zu verstehen, also was damit gemeint ist, fällt mir ja ehrlich gesagt persönlich, ist es ja sehr viel, was man muss sich darauf auf diesen Gedanken erstmal einlassen. Ja. Dann auf eine, also das ist ja auch für jeden unterschiedlich. Also als ich mit meiner Familie darüber gesprochen habe, fiel das allen unterschiedlich, einem schwer, sich darauf einzulassen und den Satz, weil als Aussage ist er ja an sich widersprüchlich. Und ja, da muss man ja den Gedanken also manchmal dahinter verstehen. Ja. Und das fällt mir ehrlich gesagt bei dieser Aussage, nämlich ich weiß, dass ich nichts weiß, viel leichter als bei der... es gibt keine Wahl. Ja, genau. Ja, genau. Also manchmal meint man das performativ so, ne? Dass man sowas sagt wie, er hat es vielleicht nicht mit behauptender Kraft gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß, es gibt keine Wahl, sondern man will damit etwas anderes sagen, im Sinne von, sei dir nicht zu sicher mit deinem Wissen oder glaub bloß nicht, dass du weißt, was die Wahrheit ist oder was die wahren Aussagen ist, du kannst dich auch irren. Also man hat vielleicht das ein bisschen, man hat das nicht so wörtlich gemeint, ich habe das jetzt sehr wörtlich genommen, man meint es vielleicht, das ist vielleicht auch ein Mittelweg zu deinem, man meint es vielleicht eher so als Erinnerung, epistemisch bescheiden zu sein, ne? Nicht alles zu glauben, was man hört oder was man weiß. Aber wenn man es jetzt wörtlich nimmt, dann ist der einzige Ausweg zu sagen, das Einzige, was, es gibt nur eine einzige Wahrheit und das ist, dass es sonst keine Wahrheit gibt, ja. Ja, das ist auch noch, wir können darüber nächstes Mal reden. Also die Frage ist, ob man Wissen quantifizieren kann und ob mit dem Wissen das Nichtwissen steigt. Das wird manchmal so geredet. Ich glaube, das ist auch ein Denkfehler, weil Wissen kein Sortalausdruck ist, also ein Ausdruck, der eine Maßeinheit hat. Also wie zähle ich Wissen? Würde ich auf nächstes Mal verschieben, weil wir sonst kommen wir in Teufels Küche. Also, was ist Wahrheit? Jetzt ist es nochmal so ein bisschen so etwas trocken, gebe ich zu, aber es ist wichtiges Hintergrundwissen, so eine Art Schnellkurs in den wichtigsten Fragen der Wahrheitstheorie der Philosophie. In der Philosophie gibt es vier Aspekte, die man in der Wahrheitstheorie, in der Theorie davon, was Wahrheit ist, ne, und wann Aussagen wahr oder falsch sind, diskutiert. Der erste Aspekt ist die Frage, da hatten wir das schon mal ein bisschen angesprochen, die heißen Wahrheitswertträger. Klingt etwas technisch, heißt aber nur, welche Dinge, Entitäten, was kann eigentlich wahr oder falsch sein? Da gibt es verschiedene Vorschläge. Man sagt sowas wie ein Satz, den ich äußere, kann wahr oder falsch sein. Oder vielleicht die Äußerung, also meine konkrete Äußerung zu diesem Zeitpunkt. Meine Überzeugungen können wahr oder falsch sein. Die Behauptung, die ich aufstelle, Theorien, Gedanken, Urteile und vielleicht noch ein paar Kandidaten mehr. All die, von all den Dingen sagen wir manchmal, sie sind wahr oder falsch. Ne? Das sind die sogenannten Wahrheitswertträger. Wir sagen manchmal auch sowas Metaphorisches wie, er ist ein wahrer Freund, sie ist eine wahre Freundin oder das ist wahre Liebe. Damit meint man was anderes. Ne? Damit meint man, was, jemand ist ein treuer Freund oder das ist eine besonders innige Form der Liebe, aber damit meint man nicht wahr in diesem Sinne, wie Sätze, Äußerungen, Urteile, Behauptungen wahr oder falsch sein können. Und die Vorschläge haben aber alle eins gemeinsam, dass sie alle einen Inhalt haben. Also einen Satz, eine Äußerung, eine Überzeugung, eine Behauptung und so weiter, haben einen Inhalt, nämlich das, was ich äußere oder denke. Und dieser Inhalt nennt man auch Aussage, Gehalt oder Inhalt oder mit dem philosophischen Fachwort die Proposition. Das ist der Inhalt des Gesagten oder Gedachten. Also mein Beispiel hier ist, ein Engländer sagt, Whales are Mammals und ich denke, Wale sind Säugetiere und beide, beide Dinge, die Äußerung und der Gedanke, haben denselben Inhalt, einen abstrakten Inhalt, den ich jetzt wieder in einer Sprache beschreiben muss, diesmal nämlich dafür Deutsch, nämlich, dass Wale Säugetiere sind und dieser Inhalt, den nennt man
die Proposition. Also immer wenn ich sage, ah ja, wenn du sagst, Whales are mammals und ich sage, Wale sind Säugetiere, drücken wir dasselbe aus. Das, was wir da ausdrücken, das, der abstrakte Inhalt, derselbe Inhalt, das nennt man Proposition. Anderes Wort für Gehalt oder Inhalt oder der Aussagegehalt, könnte man auch sagen. Und das sind die Dinge, die wahr oder falsch sein können. Ne? Und Sätze drucken, Inhalte aus, Äußerungen, meine Überzeugungen haben bestimmte Inhalte, meine Behauptungen, Theorien, ist ein bisschen umstritten, die haben vielleicht mehrere, muss man sich genau schauen, ob die dann alle wahr sein müssen, damit die ganze Theorie wahr ist. Meine Gedanken, Urteile und noch ein paar mehr haben alle jeweils einen Inhalt. Und nur wenn ich diesen Inhalt habe, ein satzartiger Inhalt, die Proposition, kann ich sagen, das ist das, was wahr oder falsch ist. Also ist der erste Teil der Wahrheitstheorie. Was sind die Wahrheitswertträger? Was ist wahr oder falsch? Das zweite ist die Frage, kann ich Wahrheit definieren oder beschreiben? Also ist die Frage, worin besteht denn Wahrheit? Wenn ich sage, ja, meine Überzeugung ist wahr, worin besteht denn das, diese Eigenschaft wahr zu sein? Was ist das für eine komische Eigenschaft, die einige Dinge haben, nämlich diese Proposition, dass sie wahr oder falsch sind? Definition oder Charakterisierung von Wahrheit. Das dritte ist ein Wahrheitskriterium. Darüber hatten wir auch vorhin schon geredet. Woran kann ich denn überhaupt erkennen, dass etwas wahr oder falsch ist? Also wann bin ich gerechtfertigt zu sagen, das ist wahr und das ist nicht wahr? Gibt es so eine Art Test oder eine Art Methode, um die Wahrheit rauszufinden? Darüber reden wir nächstes Mal. Das gehört zur Wissenschaftserkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie auch. Und das vierte, das hatte ich auch schon angedeutet, es gibt dieses ulkige Wort, was sind die Wahrmacher? Also was in der Welt ist es, das Sätze und Äußerungen wahr oder falsch macht? Also wenn ich sowas sage wie, draußen scheint die Sonne, was ist es in der Welt, das entscheidet oder entscheidend ist dafür, dass der Satz wahr ist oder dass der Satz falsch ist? Und da wurden auch viele Vorschläge gemacht, ne? Man sagt Tatsachen, Situationen, Sachverhalte. Manche sagen auch, die Welt als Ganzes ist der Wahrmacher für Aussagen. Und das ist ein bisschen tendenziös, weil ich mich jetzt auf eine Theorie festlege. Für alle diese Vorschläge gibt es Vertreter, aber die plausibelste Lösung ist zu sagen, Tatsachen als Fakta, also diese Tatsachen da draußen sind es, die Sätze wahr machen. Also ein Satz wie die Sonne scheint, ist dann wahr, wenn die Sonne scheint. Klingt trivial, aber die Tatsache, dass es die Sonne scheint, ist es, die den Satz wahr macht. Oder wenn sie nicht scheint, den Satz falsch macht. Ja, das sind die vier Bereiche, die man sich anschaut, wenn man sich mit Wahrheit beschäftigt. Fragen? Jetzt kommen wir zu der spannenden, aber auch vielleicht ein bisschen anspruchsvollen Frage, kann man Wahrheit eigentlich definieren? Und wir hatten ja letztes Mal schon darüber geredet, bei Fake News, was sind eigentlich Definitionen? Und wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, Definitionen waren im Idealfall, haben wir hier irgendwas stehen, was ich definieren möchte, Wahrheit, und dann schreibe ich hier auf die andere Seite allgemeinere Begriffe, deren Teile notwendig sind und die zusammen dann hinreichend sind, um zu sagen, was Wahrheit ist. Und es haben viele Philosophen in der Geschichte nach einer Definition von Wahrheit gesucht und die enttäuschende Nachricht ist, man kann Wahrheit nicht definieren. Wenn damit gemeint ist, in so allgemeinere Begriffe zerlegen. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Also wir erinnern uns, ne, letztes Mal haben wir darüber geredet, was ist die Definition von Mutter, weiblicher Elternteil. Wir definieren Mutter, indem wir allgemeinere Begriffe haben, weiblich und Elternteil, und sagen, wenn ich weiblich und Elternteil zusammennehme, weiblich und Elternteil sind beide notwendig, damit etwas eine Mutter ist, aber wenn wir sie zusammennehmen, sind sie auch hinreichend. Jede Mutter ist ein weiblicher Elternteil, jeder weibliche Elternteil ist eine Mutter. Mit Vater, männlicher Elternteil könnte man das genauso machen. Und mit anderen Verwandtschaftsbeziehungen. Wir haben schon letztes Mal gesehen, das ist extrem selten, dass man so eine perfekte Definition findet. Wenn wir sowas haben wie, was ist ein Pferd? Sagen Biologen, vierfüßiger Unpaarhufer der Gattung Equidae, kann man sich schon drüber streiten. Was
was genau die Definition von Pferd ist. Es ist unglaublich schwierig, biologische Arten genau abzugrenzen. Man streitet sich darüber, was da die richtigen Oberbegriffe sind, nach wie man eine Taxonomie anfertigt. Das ist schon extrem umstritten. Und wir haben letztes Mal auch gesehen, die meisten Begriffe liegen ja gar nicht als Definitionen vor. Und selbst wenn es so wäre, dass viele Begriffe als Definitionen vorliegen, wieso kann es nicht sein, dass alle Begriffe, die es überhaupt gibt, zerlegbar sind? Also angenommen, bei Mutter funktioniert das doch super, weiblicher Elternteil, dann kann ich sagen, was ist ein Elternteil, kann ich das wieder zerlegen in allgemeinere Begriffe, weiblich kann ich zerlegen. Warum kann das nicht für alle Begriffe funktionieren, dieses in Bestandteile zerlegen, definieren im Sinne von in Grundbausteine zerlegen, das ist so ein Lego-Prinzip. Ja? Ja, bei Abstrakten geht es typischerweise nicht so gut. Aber was ist vielleicht der tiefere Grund? Also sie sind sehr abstrakt. Das macht es auf jeden Fall schwieriger, aber es ist eher eine sozusagen formale Frage. Also wenn ich größere Einheiten aus kleineren zusammensetze. Da war noch eine Meldung. Ja? Keine Ahnung, das stimmt, aber irgendwann ist mal Schluss, man muss halt irgendein kleinstes Gebiet ist, was vielleicht immer mit dem erklärt werden kann, was in der Überkategorie ist. Ja. Der eine Punkt, wo das nicht mehr stimmt. Ja, ne, wenn ich immer zerlege in Bestandteile, muss ich irgendwann an den Punkt kommen, der Atome, der Begriffsatome. Und das sind typischerweise die abstrakten Begriffe, ne, die ganz allgemeinen Begriffe. Also irgendwann ist der Begriff so allgemein, Ding, Materie. Dann kann man das nicht nochmal zerlegen. Man sagt, Materie kann ich aber auch noch verstehen, indem ich das Energie irgendwie als eine Form der Energie ansehe. Okay, dann hast du Energie. Aber irgendwann bin ich an so einem allgemeinen Begriff angelangt, dass ich nicht noch einen allgemeineren Begriff habe, aus dem ich diesen Begriff zusammensetzen kann. Es muss so Begriffsatome geben. Haben alle Philosophen natürlich gesehen, das Problem. Und das Interessante ist, dass ein Begriff wie Wahrheit, das geht vielleicht in die Richtung, was du gesagt hast, mit diesen abstrakten Begriffen, typischerweise auch auf der Ebene ist diese allgemeinsten Begriffe, dass wir nicht noch allgemeinere Begriffe haben. Es gibt Versuche, das sage ich gleich dazu, es ist auch nicht unumstritten, aber es spricht sehr viel dafür, dass das auch so ein so allgemeiner Begriff ist, dass wir den nicht nochmal zerlegen können in allgemeinere. Zeit, Raum, Materie, Zahl, Ereignis sind so Beispiele. Auch da gibt es immer Streit, manche sagen, Ereignis kann ich vielleicht doch noch in allgemeineren Begriffen verstehen, vielleicht kann man auch Zahl im Begriff der Menge verstehen. Aber dann ist halt die Menge der fundamentale Begriff, den man zum Beispiel in der Mathematik hat. Aber irgendwann muss man mal bei diesen Fundamenten ankommen und typischerweise sind das die allgemeinsten Begriffe, die wir kennen. Und das ist auch der Grund, warum das in der Philosophie nicht klappt, das sind auch die philosophisch interessanten Begriffe. In der Philosophie geht es um diese allgemeinsten Begriffe. Also war vielleicht das Projekt, Begriffe zu definieren im Sinne von zu zerlegen, von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil man sich ohnehin schon immer die sehr allgemeinen oder allgemeinsten Begriffe angeschaut hat. Da war gerade noch eine Meldung. Ja, aber ich glaube, das geht auch damit man zu weit. Ich war nur wegen den Atomen, also das Atom, was ich weiß leider nicht mehr, Euklid oder wer es gesehen hat. Ja. Also das ist und bleibt für immer das ein Atom, das Atom, ach so, ja, gemeint hat, ja, weil das Atom, von dem heute meist in der Physik gesprochen das wird, ist ja nochmal zerlegbar. Was er meint, ist ja das Unzerteilbare. Das wird ja immer das Gleiche sein. Ja, ich präzisiere das mal kurz, weil die Frage ist, ist der Ausdruck Begriffsatom gut gewählt? Mit Begriffsatom meine ich sowas wie das Grundelement, ja, das nicht weiter Zerteilbare. Wir wissen natürlich aus der Physik, es ist nicht die allerbeste Metapher, weil die Atome sind nun mal zerteilbar und bestehen aus anderen Teilen, die noch elementarer sind, Elektronen, Neutronen und Protonen. Aber in dem Sinne meine ich das hier, man muss zu diesen nicht mehr zerlegbaren, also Atome in diesem wörtlichen Sinne von nicht mehr zerschneid oder zerlegbar, das meine ich damit. Man kommt irgendwann zu den Grundelementen. Besser wäre gewesen Begriffselementarteilchen, also die Begriffsbosonen oder Begriffsleptonen oder wie die heißen. Da hätte ich sein müssen. Also
aber es sind die nicht mehr zerlegbaren. Ne? Das ist der erste Punkt noch dazu. Ja, oder? Hm. Ja, und der Ginzel hat ja irgendwie da hinten auch gesagt, dass man irgendwann kommt man ja dann zu dem Punkt, wo es dann nicht mehr weitergeht, ja. Wenn man abzuteilen ist. Und es gibt ja auch, deswegen wollte ich mich eigentlich doch nicht melden. Es geht dann jetzt schon sehr, sehr in die Atomphysik rein, aber irgendwann kommt man ja dann zu dem Punkt, dass, also es gibt Theorien, das ist ja noch lange nichts das bewiesen, dass irgendwann das dann auch so aus Quarks, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, besteht, die einzelnen Teilchen nochmal und die dann aus Strings, die dann auch als manchmal als Wellen interpretiert werden. Was bedeutet das alles aus Wellen? Ja, ich meine also es nur, gar nicht aus festen Gegenständen. Es könnte sein, dass sozusagen die empirische Welt, die wir beobachten, wir glauben, das sind die kleinsten Teilchen und dann kommt eine neue Theorie und sagt, die bestehen nochmal aus noch basaleren Teilchen. Das könnte sein in der empirischen, physikalischen Welt. Ich wollte nur darauf hinaus, dass wenn man sich die Begriffe anschaut, also die Grundkategorien des Denkens, dass man dann irgendwann zu den Grundelementen kommt. Ja, und die Grundelemente habe ich jetzt Begriffsatome genannt, also die nicht nochmal zerlegbar sind, aber in einer Beziehung zueinander stehen. Ne? Das war die Idee. Und vielleicht auch noch ein Argument, wo man nicht so drauf kommt. Bei jeder Begriffsanalyse kann man sich immer wiederum fragen, ist das jetzt wahr? Ne? Ist es wahr, dass eine Mutter ein weiblicher Elternteil ist? Ja oder nein? Bei jeder Wahrheitsdefinition müsste man auch automatisch fragen, ist es jetzt wahr, dass Wahrheit ist? Das heißt, um die Definition des Wahrheitsbegriffs zu verstehen, muss man den Wahrheitsbegriff schon haben. Ne? Das ist auch eine Form der Selbstanwendung. Nur weil Wahrheit nicht definierbar ist in diesem klassischen Sinne, heißt es nicht, dass wir nichts Substanzielles über Wahrheit sagen können. Ne? Es gibt trotzdem ja Wahrheitstheorien. Manche sagen, man sollte nicht von Definition sprechen, sondern von Charakterisierung. Das ist etwas Schwächeres. Ne? Wir können den Wahrheitsbegriff beschreiben und charakterisieren. Der hat bestimmte Eigenschaften. Aber wir können es nicht definieren, wenn damit gemeint ist, das zu zerlegen in Bestandteile. Und wenn wir den Wahrheitsbegriff charakterisieren, dann sind, glaube ich, drei Punkte wichtig. Erstens, unsere Sinneswahrnehmungen können nicht wörtlich wahr oder falsch sein. Wir haben eine sozusagen sprachlich abstrakte Weise, die Welt zu repräsentieren, über diese Propositionen, satzartige, abstrakte Inhalte. Und wir haben aber andere Arten, die Welt zu repräsentieren, nämlich bildhaft. Unsere Sinneseindrücke, die wir haben, wenn ich jetzt etwas sehe, wenn ich Karten habe, Fotos, Modelle, Blaupausen und so weiter, das sind auch Repräsentationen der Welt, Dinge, die die Welt darstellen oder die Welt abbilden. Abstrakt sagt man, die Welt repräsentieren, also für etwas in der Welt stehen, so wie Sätze für etwas in der Welt stehen. Aber wir können von denen nicht wörtlich sagen, dass sie wahr oder falsch sind. Sie können verlässlich, präzise, ungenau, irreführend sein, aber sie können nicht wörtlich wahr oder falsch sein. Ne? Nur diese satzartigen, das ist der zweite Punkt, nur diese Propositionen, die Inhalte können wahr oder falsch sein. Also ich kann sowas sagen wie Berlin liegt nördlich von München. Das ist abstrakt formuliert, das kann wahr oder falsch sein. Die Aussage, der Inhalt dieser Aussage kann wahr oder falsch sein. Wenn ich das auf einer Karte sehe, kann ich nur sagen, ah, die ist nicht eingenordet oder falsch eingezeichnet. Da verwende ich aber anderes Vokabular, da kann ich nicht buchstäblich sagen, das ist eine wahre Karte. Ein wahrer Autoatlas von Deutschland und ein falscher Autoatlas, ja? Aber ist nicht in dieser Denkweise sozusagen die Sprache oder Begriffe auch schon nur eine Repräsentation und nicht das, was wirklich in der Welt ist und dementsprechend dann auch als Aussage nicht wahr oder falsch, wenn man diese Unterscheidung macht zwischen Repräsentationen durch Sinneseindrücke und der Welt an sich? Genau, das ist ein wichtiger Unterschied. Typischerweise sagt man wahr oder falsch ja von der Art und Weise, wie wir die Welt repräsentieren. Die Welt selber ist nicht wahr oder falsch, die besteht einfach. Und meine Aussagen oder Überzeugungen oder Urteile über die Welt können wahr oder falsch sein. Ne? Deshalb meinte ich ja, ne, diese satzartigen, abstrakten Inhalte, die können wahr oder falsch sein, aber die Welt selber ist so, wie sie ist. Ne, wir können nicht sagen, dass die Welt wahr ist. Ne? Die Welt besteht oder die Tatsachen bestehen, aber ich kann dann sagen, was ich über diese Tatsachen und die Welt aussage, ist wahr oder falsch. Ja. Ja, aber man kann ja zum Beispiel jetzt zurückdenken zu der Karte, wenn man kann ja sagen, die Karte ist korrekt aufgezeichnet. Also es ist, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber es ist ja korrekt, ist ja auf eine Art, eine Form von wahr. Also Ja, genau. Also aber was ist dann der Unterschied? Sie ist korrekt aufgezeichnet in dem Buch.
was ist da dann der Unterschied dazu, dass sie wahr ist? Das ist eine schwierige Frage. Aber wenn wir sagen korrekt, das ist, der Begriff ist verwandt damit, aber er ist nicht deckungsgleich, ne? Weil es irgendwie komisch klingt zu sagen, es ist, die Karte ist wahr oder falsch. Eine Möglichkeit, das so darzustellen, könnte man sagen, naja, wenn meine Wahrnehmung verlässlich ist oder eine Karte korrekt ist, kann ich wahre Aussagen ableiten von der Darstellung. Ne? Also wenn ich die Karte sehe und die sehr naturgetreu ist, kann ich sagen, die zweite Autobahnabfahrt führt nach Frankfurt-Oder. Ne? Das heißt, ich kann von dieser nicht sprachlichen Repräsentation wahre Sätze ableiten. Wenn die schlecht gezeichnet ist und ich das ableite, dann würde ich sowas sagen wie, ja, die erste Autobahnabfahrt führt nach Frankfurt-Oder. Das stimmt dann nicht. Also das gibt schon einen Zusammenhang zwischen, man sagt das manchmal, viridischer Form der Repräsentation. Also da steckt auch Verum, Wahrheit drin, aber wir meinen dann sowas wie wahrheitsgetreu oder korrekt oder genau. Das sind verwandte Wörter, aber sie sagen nicht genau dasselbe. Ja? Ja, also, also die Frage war ja auch noch zwei Sachen, die ich gerne sagen. Was ist der, also ich, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wenn du das schon gesagt hast, aber was ist jetzt genau der Unterschied? Weil wenn etwas weiß, dann, so wie ich das jetzt interpretiere, ist es auch korrekt. Aber wenn etwas korrekt ist, muss es nicht wahr sein. Also wenn eine Aussage weiß, dann ist sie auch korrekt. Ja, kann man so sagen. Also das ist ein bisschen umgangssprachlich. Ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass die Karte und auch meine Wahrnehmung keine Aussage macht. Ne, das ist genau der Punkt. Die Karte, also ist vielleicht, es gibt so Grenzfälle, weil manchmal steht da vielleicht auch so ein Satz dran wie an allen roten Punkten gibt es eine Tankstelle. Dann ist das natürlich ein Satz, von dem ich sagen kann, ob er wahr oder falsch ist. Aber wenn ich jetzt nur eine Karte sehe von den Wegen, macht die Karte oder derjenige, der die Karte gezeichnet hat, keine Aussage im Sinne von eine satzartige Aussage, von der ich sagen kann, dass sie wahr oder falsch sind. Wir reden manchmal so, dass wir sagen, was du gesagt hast, ist korrekt oder richtig statt wahr. Das ist sogar, würde ich sagen, die häufigere im Alltag Verwendungsweise. Aber was wir inhaltlich meinen, ist wahr oder falsch. Es hat einen Wahrheitswert, wir können wahr oder falsch sagen, während wir bei den Karten das nicht wörtlich sagen können. Ja? Also dass das keine Aussage ist und so die Karte oder keine Behauptung, aber der Kartenmaler, der stellt doch genau mit dieser Karte eine gewisse Art eine Behauptung auf. Er behauptet, dass da und da sich Straßen befinden. Und da kann man jetzt sagen, ob er damit recht hat, also ob das ja wahr ist. Und dann hat sie doch auch eine gewisse Art. Ist ein guter Punkt. Das ist ein Grenzfall, weil man manchmal Bilder so malen kann, dass sie für Aussagen stehen. Also wir verstehen die Karte so, als habe er das als Aussage gesagt. Deshalb ist das Beispiel Foto vielleicht besser. Ja, also ich sage nochmal ein anderes Beispiel. Also nehmen wir mal ein Straßenschild. Ein Straßenschild, absolutes Halteverbot, ja, sagt nicht wörtlich, hier darfst du nicht parken, sonst wirst du abgeschleppt. Aber das Zeichen, diese beiden roten Dinger mit dem blauen Grund, stehen stellvertretend für die Aussage. Deshalb kann man sowas sagen wie, dieses Zeichen ist wie eine Aussage, auch wenn es nicht auf den ersten Blick eine Aussage trifft. Und vielleicht kann man manche Karten so interpretieren, dass wir sagen, naja, der die gemalt hat, wollte damit sagen, überall da, wo ich das blaue Ding hinmale, ist eine Autobahn. Und dann können wir sagen, ja, deine Aussage hier ist aber falsch, weil da ist keine Autobahn und du hast es hingemalt. Deshalb wäre vielleicht noch ein besseres Beispiel gewesen, ein Foto. Wenn ich jetzt ein Foto mache hier, von allen Leuten, die hier sind, kann ich sagen, das repräsentiert die Konstellation, die hier ist. Und ich kann auch, wenn ich auf das Foto schaue, sagen, zu dem Zeitpunkt haben Leute dort und dort gesessen. Ich kann wahre Aussagen treffen, aber das Foto selber macht keine Aussage. Das Foto selber ist nicht wahr oder falsch, es kann nur präzise oder unpräzise sein. Die Karte ist vielleicht so ein Grenzfall zwischen einer sprachlichen und einer bildhaften Repräsentation. Ja, gerne. Frag weiter. Nein, aber wenn man ein Foto macht, wenn Sie jetzt ein Foto,
wenn du jetzt ein Foto von uns machst, dann tätigt dann das Foto nicht auf eine gewisse Weise die Aussage, dass wir zu diesem Zeitpunkt, das ist mir das gleiche Schritt die ganze Zeit, ja, zu diesem Zeitpunkt, dass wir in diesem Raum anwesend waren, dass wir hier sind, dass das auch das Problem mit künstlichen Intelligenzen ist, dass man Fotos sozusagen im Internet verbreiten kann, ja. Zum Beispiel wie Trump verhaftet wird, und die tätigen ja auch eine Aussage, zum Beispiel, dass Trump jetzt verhaftet wird, dieses Foto, und damit kann man ja auch Fake News verbreiten. Ich glaube, wir machen noch eine ganze Sitzung zu Bildern. Bilder funktionieren ein bisschen anders als Sätze, aber sie haben es gibt so eine Art Wahrheitssuggestion, die Bilder haben. Also typischerweise, wenn ich ein Foto sehe, denke ich, das war genau so. Und es ist so ein bisschen so, als würde mir, wenn mir jemand das Foto gibt, sagen, guck mal, so war der Weltzustand zu dem Zeitpunkt, hat er wie eine Aussage gemacht. Aber das Foto selber macht keine Aussage. Wir können aber wahre Aussagen durch das Foto ableiten, weil wir typischerweise diesen bildhaften Wahrnehmungszugang zur Welt haben. Deshalb würde ich sagen, es hat was mit Wahrheit zu tun, weil wir das davon ableiten. Aber Fotos sind nicht selber wahr oder falsch. Die können, wie gesagt, korrekt oder nicht korrekt sein. Aber oft suggeriert man mit einem Foto in einem bestimmten Kontext bestimmte Aussagen, ohne dass man sie trifft. Aber ich würde das trotzdem noch unterscheiden, weil das eine ist die Aussage, die man wirklich trifft, die wahr oder falsch sein kann. Und das andere ist die Suggestion, die Leute dazu führt, Überzeugungen zu gewinnen. Da saßen genau die Leute so auf dem Foto, es könnte auch gefälscht sein, aber das Foto selber hat das nicht gesagt. Es sei denn, ich sage, guck mal, so saßen die Leute dort. Aber dann habe ich wieder eine Aussage gemacht und mich auf das Foto bezogen. Und der wichtigste Punkt, glaube ich, den man sich klar machen muss, ist, dass Wahrheit objektiv ist, und zwar in dieser Lesart von, ob etwas wahr oder falsch ist, ist nicht dasselbe, ob ich es für wahr oder falsch halte. Also mein subjektives für wahr halten, das gibt es. Ich halte Dinge für wahr und andere Dinge für falsch. Aber ich kann mich halt auch irren. Immer wenn man sagt, man kann die Wahrheit herausfinden, unterstellt man, dass man sich auch irren kann. Und dann ist ziemlich schnell klar, ob etwas wahr ist und ob ich es für wahr halte, sind zwei verschiedene Dinge. Also alle Leute, die sagen, es gibt keine Wahrheit oder Wahrheit hängt nur von unserer Perspektive ab, die sind eigentlich ziemlich egozentrisch. Ne? Die glauben, die Wahrheit einer Aussage hängt davon ab, wie sie die Welt sehen. Aber wir wissen eigentlich aus der Alltagserfahrung, dass wir uns auch irren können. Und immer wenn ich mich irre, bestand eine Wahrheit, die ich nicht erkannt habe oder wo ich mich geirrt habe. Also Wahrheit ist objektiv in dem Sinne, dass es etwas anderes ist, ob eine Aussage wahr ist und ob ich sie für wahr halte. Viele Aussagen, die wir für wahr halten, sind wahrscheinlich auch wahr, aber wir können uns halt irren. Und wenn wir uns irren, heißt das, die Wahrheit bestand unabhängig von unserer Einstellung, die wir hatten. Ich mache noch einen Punkt und dann machen wir in der nächsten Sitzung den Rest weiter. Und zwar, ob es nicht autoritär ist, wenn man sich auf Wahrheit bezieht. Es gibt so eine Diskussion, dass Leute sagen, naja, immer wer sagt, das ist die Wahrheit, hat so ein bisschen so einen autoritären Habitus, so ein autoritäres Verhalten. Und das ist auch jetzt nicht ganz so absurd, das zu sagen, weil man ja weiß, ne, in den Religionen gibt es das oft, das ist die Wahrheit, das darf man nicht anzweifeln, das sagen die wichtigen Figuren in Religionen, die religiösen Führer sagen das, totalitäre Herrscher haben das oft gesagt, ne, sie seien im Besitz der Wahrheit, oder was sie verkünden, ist die Wahrheit. Und weil das so passiert ist, Wahrheit auch ein positiv besetztes Wort ist, gibt es, glaube ich, im linksintellektuellen Lager oft eine Kritik, die sagt, wer sich auf Wahrheit so auf diese Weise beruft, ist autoritär oder die Wahrheit selber ist autoritär. Ja, immer wer sagt, das und das ist wahr, wer sich auf Wahrheit beruft, stellt einen Geltungs- und Herrschaftsanspruch. Und die Motivation dahinter ist, es gibt die Sorge, dass Leute von absoluten Werten sprechen oder moralischen Wahrheiten, dass das irgendwie autoritär oder unterdrückerisch ist und dass es irgendwie missbraucht wird für Herrschaft, Macht oder Unterdrückung. Und wer sich ein bisschen auskennt in der, sagen wir mal,
Geistesgeschichte oder in der intellektuellen Geschichte der letzten 100 Jahre ein ganz großes Thema im linken Diskurs ist, gegen Herrschaft, Macht und Unterdrückung vorzugehen. Deshalb gibt es so eine leichte Tendenz, vielleicht auch an Stellen Herrschaft, Unterdrückung und Macht zu sehen, wo das vielleicht gar nicht vorhanden ist. Und ich glaube, die These geht mit der richtigen Motivation los, ist aber begrifflich verwirrt. Ja, das steckt ein Denkfehler dahinter. Und deshalb vielleicht noch jetzt ein paar abschließende Argumente gegen diese These, dass Wahrheit oder das Berufen auf Wahrheit was Autoritäres ist. Ich glaube, es ist eigentlich genau umgekehrt. Ich glaube, die Wahrheit selber ist autoritär im Sinne von, sie besteht unabhängig, welche Macht jemand hat. Also ob ich viel Macht oder wenig Macht habe, ist vollkommen egal. 2 plus 2 ist immer 4. Die Wahrheit, 2 plus 2 ist 4, hat Autorität, unabhängig, wie ich damit umgehe, ob ich das mit Macht sage oder ohne Macht sage. Das bringt die Objektivität der Wahrheit mit sich. Was man natürlich kritisieren möchte, oder was man da oft verwechselt, ist, dass Menschen das Wort, das ist wahr oder das ist die Wahrheit, oft verwenden, wenn sie selber so ein autoritäres Verhalten haben. Manche autoritäre Herrscher sagen sowas wie, ich kenne die Wahrheit oder ich bin die Wahrheit oder was ich sage, ist die Wahrheit. Aber man darf dieses autoritäre Verhalten nicht mit der Wahrheit oder den wahren Aussagen selber verwechseln. Ja, das Tolle daran ist, dass Wahrheit unabhängig, wahre Aussagen unabhängig davon bestehen, wer mit welcher Machtanspruch oder Autoritätsanspruch sie von sich gibt. Ja? Ich würde in Bezug dazu auch noch sagen, Wahrheit ist ja eigentlich der Feind von autoritären Regimen. Also würde ich auch sagen, genau. Weil am Ende, natürlich kann man die Wahrheit unterdrücken oder man kann Leute dazu zwingen, die Wahrheit zu leugnen oder versuchen, sie von den Leuten fernzuhalten, indem man zum Beispiel die Medien kontrolliert. Aber es ist schwer, die Fakten zu unterdrücken. Und oft, ja, wie du gerade gesagt hast, ist das auch nachteilig für ein Regime. Wenn dann plötzlich rauskommt, dass die Menschen hungern oder es Korruption gibt und so weiter, kann das auch dazu führen, dass es Revolutionen oder einen Regimewechsel gibt. Ja, deshalb gibt es ein großes Interesse zwar von autoritären Herrschern, die Wahrheit zu unterdrücken oder zu sagen, das und das ist die Wahrheit, obwohl es nicht stimmt, aber die Wahrheit selber ist erstmal neutral. Also ob das jetzt gut ist, weder gut noch schlecht, aber oft ist es so, dass die Fakten auch gegen die autoritären Herrscher sprechen. Ja. Ja, aber jetzt bei der Autorität der Wahrheit 2 plus 2 ist 4. Das ist ja eine soziale Wahrheit oder ein sozialer Fakt. Ich weiß nicht, wie du das ausgedrückt hast vorhin. Ja, da würde ich sagen, es ist eine mathematische Wahrheit, es ist keine soziale Wahrheit. Soziale Wahrheit wäre sowas wie... Aber es ist doch eine von Menschen erstellte Wahrheit, weil wenn ich jetzt mit einem Menschen, also wenn ich ein ganz, ganz großes Reich, was über die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung beinhaltet, herrsche und dann behaupte, jetzt ist nicht mehr 2 plus 2 4, sondern 1 plus 2 ist 4. Ja, dann und dann würde trotzdem die Mehrheit der Menschen das glaubt, ja, dann verändert sich der Fakt doch einfach, weil die Menschen das für richtig halten und das verändert und es ist ja eine rein aus menschlicher Sicht ein Fakt. Ja, aber ich glaube, da würde genau das passieren. Es könnte sogar sein, dass das dann alle Menschen sagen und man könnte sie vielleicht sogar dazu bringen durch Umerziehung, dass sie das auch glauben, aber es würde trotzdem nicht wahr sein. Also es gab viele Zeiten in der Menschheitsgeschichte, wo die Mehrheit etwas geglaubt hat, was trotzdem falsch war. Zum Beispiel, dass, was weiß ich, die Götter die Blitze schleudern. Sagen wir mal, die Mehrheit der Griechen hat das geglaubt. Vielleicht wollte man das auch durchsetzen, ne, so autoritär und die Leute dazu zwingen. Aber es macht die Sache trotzdem nicht wahr. Das ist das Schöne an der Wahrheit, es besteht unabhängig von uns. Und bei der Mathematik stimmt das, dass der Mensch die Mathematik entdecken muss. Und es gibt einen großen Streit, ist die Mathematik so menschengemacht, eher eine konventionelle Sache oder werden mathematische Wahrheiten eher entdeckt? Sind da dann so abstrakte Wahrheiten, die man entdeckt? Ich tendiere eher dazu zu sagen, es gibt mathematische Tatsachen unabhängig von uns Menschen und wir entdecken die nur, wir schaffen sie nicht so, wie wir Geld oder Institutionen schaffen. Aber das ist in der Philosophie der Mathematik sehr umstritten. Ja, ob man ja, Realist ist in Bezug auf mathematische Tatsachen. Ja, noch eine Frage dazu? Ja, aber woher,
dann muss man ja auch aber erstmal erklären können, um zu sagen, dass 2 plus 2 4 ist, dass das die Wahrheit ist, also dass es wahr ist. Das ist eine wahre Aussage. Muss man ja erstmal erklären können, was ist 2 und was ist 4 und was ist plus und was ist gleich. Klar. Und da kann man doch auch wahnsinnig viel drüber streiten. Man kann ja nicht sagen, aber wie kann man beweisen, dass 2 plus 2 gleich 4 wahr ist? Also das ist einfach das... Das ist stimmt, also das ist einfach wahr, es ist grundsätzlich wahr ist. Wie geht das? Wir reden nächstes Mal darüber, woher wir wissen, dass bestimmte Sachen wahr sind. Und die Sachen, die in der empirischen Welt passieren, also in Raum und Zeit ausgedehnten Universum, da können wir nachgucken oder nachforschen. Und bei so abstrakten Tatsachen, zum Beispiel aus der Logik und Mathematik, ist das schwerer. Ist nicht so unmittelbar ersichtlich, kann ich in die Welt gehen und gucken, ob 2 plus 2 4 ist. Das wird irgendwie anders belegt. Deshalb ist es vielleicht das allerbeste Beispiel dafür. Man kann auch sagen, Pflanzen beziehen ihre Energie über Photosynthese. Das wäre jetzt eine empirische Aussage. Da könnte auch der Herrscher sagen, ja, das stimmt nicht. Aber es ändert nichts an den Tatsachen. Wir machen nächstes Mal so ein bisschen noch, was sind die Quellen? Woher kann ich mir sicher sein, dass das stimmt, dass 2 plus 2 4 ist? Und es stimmt auch, dass für bestimmte Aussagen brauche ich anderes Wissen. Ich kann nicht einfach so eine Aussage für wahr oder falsch halten. Ich muss vieles andere wissen. Auch darüber reden wir nächstes Mal. Ich beende vielleicht noch diese Folie und wir reden nächstes Mal noch ein bisschen mehr über Wahrheit und dann auch über Wissen. Diese Rede davon, dass man einen Wahrheitsanspruch stellt und dass das irgendwie was mit Herrschaft oder Macht zu tun hat, ist auch so ein bisschen schief. Ich glaube, jeder, der eine Aussage trifft, das hatten wir vorhin die Diskussion, typischerweise, der etwas behauptet, stellt den Anspruch, dass das auch wahr ist. Also wenn ich sage, heute scheint die Sonne, könnte ich auch kompliziert sagen, ich habe damit den Anspruch gestellt mit dieser Behauptung, dass das wahr ist, dass die Sonne scheint. Das sagen wir zwar nicht immer dazu, aber das ist impliziert. Ne? Ich sage, ich kann ja nicht sowas sagen wie, haha, war nur ein Spaß, just kidding. Ne? Du warst unfair, wenn ich das jemandem vorwerfe. Ich habe Äpfel vom Markt mitgebracht. Ich liebe dich. Habe ich nicht mit Wahrheitsanspruch gesagt. Ne? Das kommt nicht so gut. Es ist halt nicht ernst gemeint. Dann war es halt gelogen oder gespielt. Aber immer, wenn man was behauptet, typischerweise behauptet man damit auch, dass man es selber für wahr hält, dass es wahr ist. Man kann sich natürlich trotzdem irren. Also ich kann sagen, ich habe Äpfel vom Markt mitgebracht, aber ich habe nicht gehört, ich habe die falschen Sachen gekauft, sie waren eigentlich Birnen. Aber ich erhebe automatisch, wenn ich etwas behaupte, den Anspruch, dass es auch wahr ist. Es ist nichts Schlimmes, einen Anspruch zu erheben. Das klingt ein bisschen, einfach nur so ein bisschen technisch. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, Verzeihung, ist hier wieder die Selbstanwendung. Die Leute, die sagen, wir sollen nicht sagen, es gibt keine Wahrheit oder Wahrheit ist autoritär, die haben meistens Angst vor der Verabsolutierung von Werten. Also von dieser Vorstellung, dass jemand da draußen mit Machtanspruch sagt, das sind die Werte, nach denen wir leben sollen und alle anderen Werte sind schlecht. Und das Lustige ist, dass die aber oft nicht erkennen in dieser Kritik, dass sie selber offenbar einen absoluten Wert haben, nämlich die Verabsolutierung von Werten ist schlecht. Also sie scheinen sich ja auch auf etwas geeinigt zu haben, was sie schlecht finden, nämlich absolut schlecht, dass man Werte verabsolutiert. Also es scheint schon so eine Art Selbstwiderspruch zu sein. Das ist der erste Punkt. Und der zweite, bei den Werten, das ist noch schwieriger zu sagen, warum gibt es so etwas wie moralische Tatsachen. Wir haben schon gesehen, mathematische Tatsachen, das ist ziemlich schwierig zu klären, woher die ihre Wahrheit bekommen. Warum ist das wahr, dass 2 plus 2 4 ist? Wo gucke ich da hin? Welche Tatsache macht das wahr? Noch schwieriger ist die Diskussion bei moralischen Tatsachen. Also wenn man so etwas glaubt, dass es sowas gibt wie absolute Werte, nennt man manchmal auch Moral Facts, moralische Tatsachen. Aber auch da ist es jetzt nicht ganz so absurd, nämlich zum Beispiel, wer glaubt, die universellen Menschenrechte sind verpflichtend für alle Menschen, der legt sich automatisch darauf fest, dass es so etwas gibt wie moralische Tatsachen. Also wir sagen nicht sowas wie, in Brutalien, in einem fiktiven Land Brutalien, da darf man Menschen einfach so zum Spaß töten, andere Länder, andere Sitten, das ist da halt so, das ist deren Wahrheit. Und in Moralistan, in einem anderen fiktiven Land, ist es aber ein absolutes Verbot, Menschen zum Spaß zu töten. Ja, also so relativistisch sind wir da nicht. Wir sagen, manche moralische Fragen sind umstritten, aber bei so ganz klaren Fällen sagen wir oder haben wir die starke Intuition, dass das immer auf der ganzen Welt zu allen Zeiten ein moralisches Prinzip ist, dass man Menschen nicht zum Spaß tötet. Ja? Ein Menschenrecht nicht
einfach so getötet zu werden, weil andere Spaß haben wollten. Und sobald wir sowas glauben, dass das nicht Verhandlungssache ist, sondern universell für alle Menschen zu allen Zeiten gelten sollte, haben wir uns implizit schon darauf festgelegt, dass es so etwas gibt wie moralische Tatsachen. Aber es ist unglaublich schwierig, die zu begründen. Große Diskussion in der Ethik, also in der praktischen Philosophie, in dem Teil, wo es um sowas geht, wie Werte und Normen, universelle Prinzipien und Gesetze. Aber das heißt nicht, dass wir nicht doch das im Alltag schon annehmen. Und oft ist dann der Einwand, naja, aber es gab doch viele Zeiten in der Menschheitsgeschichte, wo Leute das tatsächlich gemacht haben. Sie haben andere Menschen zum Spaß getötet. Und dann kann man sagen, ja, das stimmt, aber es gab auch viele Zeiten, wo sich Menschen in anderen Dingen geirrt haben. Sie haben sich auch darin geirrt, wie Blitze entstehen. Also genauso wie man sich irren kann darin, was die moralischen Tatsachen und die mathematischen Tatsachen sind, kann man sich halt auch darin irren, was die empirischen Tatsachen sind. Aber wir scheinen zumindest zu unterstellen, auch wenn das schwer zu belegen ist oder zu beweisen ist, dass es auch in dem Bereich der Moral sowas gibt wie absolute Werte. Und wer Angst hat vor dieser Verabsolutierung der Wahrheit in Bezug vor allen Dingen auf Werte, der hat eigentlich nicht die Angst, dass der totalitäre Herrscher die Menschenrechte hochhält für die Wahrheit, sondern dass er die Menschenrechte verletzt und andere Prinzipien, die nicht irgendwie universell sind und nicht dem Wohl der Menschheit dienen, hochhält, für wahre moralische Prinzipien hält. Aber um das zu kritisieren, muss man eigentlich annehmen, dass es sowas gibt wie universell verbindliche Menschenrechte. Es gibt noch weitere Irrtümer über Wahrheit. Und was oft passiert ist, dass Wahrheit und Genauigkeit verwechselt wird oder zumindest überblendet wird. Ich habe das relativ oft beobachtet in den Geschichtswissenschaften. Gibt es auch manchmal so, unter Journalisten hört man das auch manchmal so. Und ich glaube, es gibt sowas wie eine Wahrheits- und eine Genauigkeitsskepsis und das wird manchmal für dasselbe gehalten. Ich habe hier mal ein Beispiel. Man hört oft sowas in der Geschichtswissenschaft, dass dann die Forscher und Forscherinnen sagen, naja, es gibt so große Ereignisse, die wir beschreiben, Kriege, Aufstände, Revolutionen, Erster oder Zweiter Weltkrieg, Französische Revolution. Die sind so komplex, ne, über die Zeit und den Raum verteilt mit Tausenden, Millionen von Menschen, die da teilnehmen, dass wir sie nicht vollständig erfassen können. Deshalb können wir keine wahren Aussagen über diese Großereignisse treffen. Es gibt keine wahren Beschreibungen von vergangenen Ereignissen. Und ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, die Intuition, die dahinter steckt, da geht es eigentlich um etwas anderes, aber die Intuition selber hat eigentlich gar nichts mit Wahrheit zu tun. Bei wahren Aussagen geht es nicht darum, vollständig etwas auszusagen. Ja, wenn ich sage, der Zweite Weltkrieg fand statt von 1939 bis 1945, dann muss ich, um diese Aussage zu treffen, wenn es eine wahre Aussage ist, nicht jedes einzelne Molekül auf der Welt rekonstruieren, um etwas Wahres zu sagen. Ja? Ich muss nicht etwas Vollständiges sagen. Genauso, wenn ich etwas über Dinge in der Welt sage, ich beschreibe den Kaktus auf meinem Fensterbrett, ich kann etwas über diesen Kaktus aussagen, kann sagen, das ist ein Kaktus der Gattung Opuntia zum Beispiel, aber ich muss den nicht vollständig mit der Zahl der Stacheln und genau dem molekularen Aufbau exakt beschreiben, um etwas auszusagen. Ja, das eine ist vollständig oder exakt beschreiben, ist das eine, etwas Wahres aussagen ist das andere. Ich gebe mal ein Beispiel, nehmen wir mal die Schlacht bei Dünkirchen im Zweiten Weltkrieg. Man weiß nicht, wie viele Soldaten dort gefallen sind, wahrscheinlich um die 3000. Ich nehme jetzt mal einfach mal an, es sind 3124 britische Soldaten bei dieser Schlacht gestorben. Keiner weiß es, aber das ist so. Dann könnte man sowas sagen wie ein Satz, es sind 3123 Soldaten gestorben, ist falsch. Weil es sind ja 3124 Soldaten gestorben. Ich kann aber etwas Ungenaueres sagen, um einen wahren Satz zu produzieren. Ich kann sowas sagen wie, es sind mehr als 3000 Soldaten gestorben. Das ist wahr, es sind ja mehr als 3000. Und das machen wir eigentlich ziemlich oft, wenn wir nicht exakt beschreiben können, und das ist ja bei geschichtlichen
historischen Ereignissen oft so, weil wir einfach nicht genug Daten haben, was da ganz, ganz genau zu jeder Minute passiert ist, ziehen wir uns auf gehaltsärmere Beschreibungen zurück. Wir sagen etwas Wahres, aber werden halt etwas ungenauer. Je ungenauer ich werde, desto eher ist das, was ich sage, wahr. Klingt komisch, aber wird eigentlich klar, wenn man darüber nachdenkt. Wenn ich sowas sage, es sind mehr als 1000 Soldaten gestorben, ist noch ungenauer. Aber es ist noch wahrscheinlicher, dass es wahr ist. Wenn am Ende nur 2900 gestorben sind, bin ich mit dem Satz mehr als 3000, habe ich schon was Falsches gesagt. Mehr als 1000 habe ich was Wahres gesagt. Es ist mindestens ein Mensch gestorben. Bin ich ganz auf Nummer sicher. Oder ich sage sowas wie, es ist was passiert damals. Ja, das ist die allgemeinste Aussage, die ich treffen kann, die ist immer wahr. Die ist trivialerweise wahr, weil irgendwas passiert immer. Also je ungenauer ich werde, desto eher wird die Aussage wahr. Je genauer ich werde, desto wahrscheinlicher wird es, dass ich auch daneben liege. Aber etwas Wahres sagen, etwas Genaues sagen, ist nicht dasselbe. Und das Gleiche kann man auch beobachten, in den Naturwissenschaften, da gibt es oft diese Metapher, man hört das ganz oft, dass Leute sagen, wir nähern uns in der Naturwissenschaft der Wahrheit an. Warum ist die Metapher oder der Satz zu sagen, wir kennen die Wahrheit nicht, aber wir nähern uns der Wahrheit an, warum ist das eine schiefe Metapher? Das ist ein schiefes Sprachbild. Ich kenne die Wahrheit nicht, aber ich nähere mich der Wahrheit an. Warum stimmt etwas mit diesem Sprachbild nicht? Ja? Die Wahrheit muss immer 100% sein, selbst 99,5% wäre ja noch falsch, wenn man sich dem annähert hätte, oder? Ja, das ist interessant. Man kann sowas sagen wie, die Wahrheit verträgt keine Graduierung, kein Mehr oder Minder, sagt Frege. Wenn ich sage, es ist nur zu 99,9% wahr, dann ist es trotzdem falsch. Es kann nur entweder wahr oder falsch sein, das scheint was Binäres zu sein. Ich wollte noch so, das ist eigentlich dieselbe Intuition, ich wollte darauf hinaus, sich etwas annähern, was man nicht kennt. Warum das eine schiefe Metapher ist, kommt man vielleicht nicht sofort drauf. Ich weiß nicht, wo Rom liegt, aber ich nähere mich Rom an. Das Annähern setzt voraus, dass ich weiß, wo Rom ist. Ich kann nur sagen, ich nähere mich Rom an, wenn ich auch weiß, wo Rom ist. Es sei denn, alle Wege führen nach Rom. Dann kann ich in jede Richtung gehen, um nach Rom zu kommen. Mit der Wahrheit, das ist genauso. Also ich kann nicht gleichzeitig sagen, ich weiß nicht, wo die Wahrheit liegt, aber ich nähere mich an. Wenn ich mich annähere, heißt, dass ich näher dran bin. Und näher dran kann ich nur beurteilen, wenn ich meinen Punkt kenne und den Punkt, wo die Wahrheit ist und weiß, dass die Verbindung jetzt kürzer ist, als sie vorher war. Die Metapher scheint schief zu sein. Und was dahinter steckt, ist eigentlich was Ähnliches wie in der Geschichtswissenschaft. Es ist eine Verwechslung von Wahrheit und Genauigkeit oder von Wahrheit und Messung. Ja, immer wenn ich sage, ich mehr nicht x an, weiß ich auch, wo x ist. Ich glaube, was Naturwissenschaftler oft meinen, ist, wir messen genauer. Wir haben jetzt bessere Messinstrumente. Wir können genauer messen, 3 Stellen nach dem Komma zum Beispiel. Aber man kann nicht wörtlich sagen, wir messen wahrer. Um das mal klar zu machen, habe ich ein Beispiel, das mich selber überrascht hat. Man kann inzwischen die Entfernung zum Mond zentimetergenau messen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, bei der Mondlandung wurde so ein Prisma-Reflektor hinterlassen und man kann einen Laser von der Erde zu dem Reflektor schicken. Der Lichtstrahl kommt zurück, dann kann man messen, wie lange das dauert, bis der Lichtstrahl zurückkommt, und daran kann man messen, wie die Entfernung zu diesem jetzigen Zeitpunkt zwischen dem Laser oder dieser Raumstation ist oder diesem Teleskop, das man dafür verwendet, und dem Mond. Und der Fortschritt besteht nicht darin, dass wir uns der Wahrheit annähern, sondern was sie eigentlich meinen ist, wir können gehaltvollere, wahre Aussagen treffen. Also vor nicht allzu langer Zeit, 200 Jahren, konnte man sowas sagen, ja, der Mond ist vielleicht ungefähr 100.000 Kilometer oder mehr von der Erde entfernt. Aber man konnte nicht so genau die Zahl sagen. Heute kann man mit dieser Messmethode sagen, der Mond ist, das ist auch gemittelt, weil Mond und Erde sich ein bisschen näher und
weiter voneinander sind, das ist nicht immer dieselbe Entfernung, aber im Mittel sind es 384.400 Kilometer und zu jedem Zeitpunkt kann man das messen mit einer Abweichung von nur 5 cm. Ne, früher musste man irgendwie sowas Ungenaues sagen. Beide Aussagen sind wahr, aber die obere Aussage ist genauer, ne, hat nur eine Abweichung von 5 cm. Die andere hat eine Abweichung von 200.000 Kilometern. Ne, sagt nur mehr als 100.000, das ist ziemlich über den Daumen gepeilt. Das heißt, man kann inzwischen genauere Aussagen treffen, die wahr sind. Aber wenn ich jetzt sagen würde, die Abstand zum Mond sind 385.000 Kilometer, würde ich was Falsches sagen. Das ist zwar näher dran an dem tatsächlichen Wert als 100.000, aber die Aussage selber ist falsch. Wenn ich sage ungefähr, wir können die Sprache verwenden, um die Aussagen, die Präzisionspflicht den Aussagen wegzunehmen, dann könnte es wieder genau werden, je nachdem, wie ich ungefähr interpretiere. So sieht das Ding aus, das da ist auf dem Mond. Das ist das Foto von der NASA, ist tatsächlich auf dem Mond aufgenommen, nicht in einem Hollywood-Studio. Kommen wir nächste Sitzung, Stichwort Verschwörungstheorien. Ja, kurz Fragen zu Wahrheit und Genauigkeit. Es gehört zusammen, weil wir in der Naturwissenschaft messen und wahre Aussagen auch dort treffen wollen, aber Wahrheit und Genauigkeit ist nicht genau dasselbe. Ja? Einen kurzen Einwand, also vielleicht ist es jetzt auch zu pingelig, aber wenn du schon so über Genauigkeit sprichst, kannst du mal zwei Folien zurückgehen zur Schlachtung in Kirchen? Ja. Ich verstehe nicht, wieso der Satz, es sind 3.123 Soldaten gestorben, falsch ist. Weil ja, der ist ja richtig. Ich weiß, was du willst. Ja, also philosophisch gesprochen ist der Satz mehrdeutig. Er könnte heißen, es sind exakt 3.123 Soldaten gestorben und keiner mehr, dann ist er falsch, unter dieser Prämisse, die ich hier gegeben habe. Wenn ich ihn aber so interpretiere, es sind mindestens 3.123 Soldaten gestorben, dann ist er wahr. Ne? Denn immer wenn 3.124 gestorben sind, sind auch 3.123 gestorben. Ne? Ist echt darin enthalten. Deshalb stimmt es, dass wir, das ist ein wichtiger Punkt, hatten wir letztes Mal auch, es hängt von der Interpretation von Sätzen ab. Ne? Ein Satz muss interpretiert werden und im Kontext kann der die ein oder andere Proposition ausdrücken. Und ich habe es jetzt natürlich so gemeint, exakt, aber es ist vollkommen richtig, man kann es dem Satz selber noch nicht ansehen. Man müsste es dazu sagen oder auf Nachfrage präzisieren. Letzter Punkt, ist Wahrheit eine Konstruktion? Das hört man auch ziemlich oft. Ja? Leider in den Geistes- und Sozialwissenschaften hört man das ganz oft, dass Leute sowas sagen, wie weit ist eine Konstruktion. Und der Konstruktivist ist ein Wahrheitsrelativist, der sagt, Wahrheit ist nicht objektiv, wie wir es bisher gesehen haben, unabhängig davon, was eine einzelne Person zu einer bestimmten Zeit denkt, sondern das sind Leute, die sagen, Wahrheit ist immer abhängig von einem X, von irgendetwas, von einer Perspektive. Meine individuelle Perspektive könnte Wahrheit abhängig sein von der Kultur, in der ich lebe, von einem Zeitalter, vielleicht sogar von meinem Gender. Ja? Aber die Idee ist, Wahrheit ist abhängig von X. Der berühmteste Relativist oder der erste Relativist in der Geschichte ist Protagoras, von dem haben wir nicht so viel Schriftdokumente, ein Vorsokratiker, aber Protagoras sagt, der Mensch ist das Maß aller Dinge, im Sinne von jeder einzelne Mensch ist das Maß aller Dinge, der Seinen, wie sie sind, der Nichtseinen, wie sie nicht sind. Sein bedeutet scheinen. Und in der Geschichte der Philosophie gab es alle möglichen Relativisten. Nietzsche ist vielleicht noch ein bekannter Relativist. Und es gibt auch zeitgenössische Relativisten. Und ein Beispiel kommt aus der Kulturwissenschaft von Bruno Latour. Das ist ein einflussreicher, ich würde sagen, Kulturwissenschaftler. Manche sagen auch, er ist ein Philosoph. Er ist vor kurzem gestorben und er hat einen Text geschrieben, in dem er gesagt hat, dass der Pharao Ramses II., den hat man exhumiert, hat den Sarkophag geöffnet und hat eine Theorie darüber aufgestellt, dass er an Tuberkulose gestorben ist. Ja, Forscher haben gesagt, ja, wahrscheinlich ist Ramses II. An Tuberkulose gestorben. Und Latour hat gesagt, nein, das geht nicht. Ramses II. Kann nicht an Tuberkulose gestorben sein, wie die Archäologen vermuten, weil Robert Koch die Krankheit erst 1882 erfunden hat. Das ist eine Konstruktion. Die Krankheit
Wir können überhaupt nur von der Krankheit sprechen als eine kulturelle Konstruktion in einem kulturellen Kontext. Das heißt, in einem Kontext, wo es das nicht gab, diese wissenschaftliche Redeweise, die Robert Koch eingeführt hat, nämlich im ägyptischen Altertum, kann deshalb auch Ramses II. Nicht an Tuberkulose gestorben sein. Ist so ein bisschen ironieanfällig, die Position. Und ich glaube, was dort passiert, das ist so beispielhaft für Konstruktivismus, den gibt es in vielen Spielarten, ist die Verwechslung von Wahrheit mit Wissen. Ja? Es ist wahr, dass es Tuberkulose schon im alten Ägypten gab. Die Krankheit gab es schon. Aber wir hatten, bis Robert Koch den Erreger entdeckt hat, einfach kein Wissen darüber. Aber nur weil wir das Wissen erst zu einem bestimmten Zeitpunkt haben, sind natürlich Aussagen über frühere Zeitpunkte trotzdem wahr oder falsch. Also entweder der Ramses hatte Tuberkulose oder nicht. Und die Aussagen über Tuberkulose hängen nicht davon ab, wer das entdeckt hat. Es war zufälligerweise Robert Koch, es hätte auch jemand anders sein können. Es gibt einen deutschen Philosophen, Wolfgang Künne, der spitzt das so zu, der sagt, wenn es wirklich wahr wäre, dass Robert Koch die Tuberkulose erfunden hätte, dann hätte man ihn eher vor Gericht stellen müssen, als ihm den Nobelpreis dafür zu geben. Ja? Weil dann haben wir so einen Fall, wie wir diskutiert haben bei dem Covid-Erreger, ne? Wenn in Wuhan in irgendeinem Labor der gezüchtet worden wäre, dann würden wir uns anders über den unterhalten, der den erfunden hat, im Sinne von konstruiert hat, physisch konstruiert hat. Und so eine ähnliche Verwechslung gibt es auch in der Neurowissenschaft. Neurowissenschaftler streben seit ungefähr 20 Jahren auch in die öffentliche Diskussion. Die wollen meistens irgendwie unser Weltbild revolutionieren mit irgendwelchen Experimenten, die sie haben. Und sehr beliebt bei Neurowissenschaftlern ist die These, dass die Welt, die Wirklichkeit oder die Realität, ja, pick your favorite, irgendwas davon, von unserem Hirn konstruiert wird. Sagen die immer so, unser Hirn konstruiert die Wirklichkeit. Ich glaube, es ist auch eine Verwechslung, könnte man ein bisschen mehr dazu sagen, ich mache jetzt nur die Kurzversion. Ich glaube, es gibt zwei Aussagen, die damit verwechselt werden. Die eine ist, ich brauche mein Hirn, um die Welt zu erkennen. Wir alle brauchen unser Hirn, um die Welt zu erkennen, weil ohne Hirn können wir nicht denken. Nimmt man uns das Hirn raus, verlieren wir halt unsere Denkfähigkeit. Ne? Unser Bewusstsein, unsere Denkfähigkeiten, kognitiven Fähigkeiten sind höherstufige Eigenschaften unseres Hirns. Ohne unser Hirn können wir nicht denken. Aber daraus folgt nicht, dass da die Welt eine Erfindung meines Hirns ist. Und das kann man sich leicht klar machen, dass Sätze wahr sind, wie zum Beispiel Tiger sind Säugetiere, unabhängig davon, wer mit welchem Hirn darüber nachdenkt und mit welchen Sinnesorganen man an diese Information gekommen ist. Also ich kann das sehen, weil ich das irgendwo lese, ich kann das hören, weil das in einer Vorlesung in der Biologie erzählt das jemand. Lesen ist eine andere Möglichkeit des Sehens, ich kann es vielleicht direkt sehen. Kann das, wenn jemand blind ist und die Blindenschrift lesen kann, kann man das fühlen. Also es gibt verschiedene kausale Wege, wie diese Information zu mir kommen kann. Aber dass es so ist, ja, ob das jetzt wahr oder falsch ist, dass Tiger Säugetiere sind, hängt nicht davon ab, ob ich das in dem einen Sinnes- oder dem anderen Sinnesmodus gesehen habe. Ne? Diese Idee der Neurowissenschaftler ist oft so, die sagen sowas wie, ja, das Hirn macht ja nur so Eigenbeschreibungen und die Wahrnehmung der Welt, das sind ja nur Lichtstrahlen, die auf unsere Netzhaut treffen und im Hirn wird dann das Bild der Welt konstruiert. Die denken in diesen Wahrnehmungskategorien, die denken in Bildern oder in Sinneseindrücken. Und sie sehen nicht, dass das, was wahr oder falsch ist, Überzeugungen sind. Und es ist relativ egal, auf welchem kausalen Weg wir zu diesen Überzeugungen gekommen sind. Ja, eine blinde Person kann genauso wissen, die wahre Überzeugung haben, dass Tiger Säugetiere sind, wie jemand, der sehen kann. Es hängt nicht davon ab. Es ist keine Konstruktion, sondern es ist einfach eine Tatsache, die wir erkennen. Der Mensch beeinflusst durch sein Gehirn, durch das, was sich ausdenkt, das
was ja zum Beispiel, wie der Mensch lernt, wie man Gebäude konstruieren kann, das findet ja im Gehirn statt. Und durch dieses Bauen von Gebäuden beeinflusst er die Welt hier vielleicht so extrem, dass er eigentlich schon eine neue Welt ist und er so die Welt neu erfunden hat, möglicherweise. Ist, ne? Ja. Das kann man so sagen, aber das wäre dann eine andere Lesart von konstruieren. Ich glaube, das ist auch die korrekte Lesart. Normalerweise sagen wir sowas wie, eine Architektin konstruiert eine Brücke, dann wird die gebaut und dann ist da eine Brücke. Also wir haben etwas in der Welt konstruiert und das machen wir natürlich ständig. Wir greifen in den Weltlauf ein. Also viele Dinge um uns herum haben Menschen erschaffen. Hunde zum Beispiel gäbe es ohne Menschen nicht, aber auch Gebäude und Nutzpflanzen und die ganze Art und Weise, wie wir die Natur prägen. Das heißt, wir haben die Natur geformt, die Welt sozusagen, oder einen kleinen Ausschnitt der Welt haben wir geformt. Insofern kann man sagen, das ist von uns konstruiert worden, bewusst oder unbewusst. Aber es ist nicht in einem erkenntnistheoretischen Sinne, wie das hier gemeint ist, eine Konstruktion. Ich mache noch einen Punkt, was man auch noch oft hört. Der dritte Punkt geht auch so ein bisschen in Konstruktion, oft auch in den Geistes- und Medienwissenschaften, dass die Leute da sowas sagen wie Wahrheit ist intersubjektiv. Also Wahrheit ist nicht objektiv, es gibt jetzt nicht objektive Wahrheiten, sondern sie ist intersubjektiv, in der Kommunikation findet sie statt. Ich glaube, das ist auch eine Verwechslung. Ich glaube, was die Leute meinen, ist, dass wir sie oft intersubjektiv herausfinden. Stellt sich so ein Forscherteam vor, 30 Leute, die finden etwas Neues heraus, sagen wir mal, über einen neuen Werkstoff. Und die tauschen sich aus oder vieles, werde ich nachher noch drüber reden oder nächste Sitzung nochmal drüber reden, vieles, was ich weiß, habe ich nicht selber herausgefunden, sondern haben andere Leute herausgefunden. Diese Informationen geben sie mir in der Kommunikation. Aber die Wahrheit selber ist nicht intersubjektiv. Das ist wieder das Wissen. Wie finde ich das heraus? Wie komme ich zu den Informationen? Das ist etwas so Intersubjektives, Kulturelles und so weiter. Aber was ich da am Ende herausfinde, ist deshalb nicht selbst wiederum intersubjektiv. Gut, ja, zum Fazit zur Wahrheitssitzung. Wir haben am Anfang gelernt, Fakten bestehen unabhängig von uns. Und wer die Fakten beschreibt, sagt etwas Wahres. Und wir leben nicht im postfaktischen Zeitalter, also in einem Zeitalter, wo uns die Wahrheit egal ist. Aber es stimmt sicherlich, dass manche Menschen oder wir alle manchmal in bestimmten Situationen einen faktenfernen Denkstil haben. Warum das so ist und wann das passiert, darüber werden wir noch sprechen. Wahrheit ist objektiv, in dem Sinne, dass sie nicht von uns abhängt. Der Wahrheitsbegriff ist nicht definierbar, wir können ihn nicht zerlegen in allgemeinere Begriffe. Wahrheit ist nicht relativ, es hängt nicht von einer Perspektive ab oder von einer Kultur oder von einem Zeitalter. Es ist auch keine Konstruktion, zumindest nicht im substanziellen Sinne von Konstruktion. Und man kann auch nicht sagen, dass Wahrheit buchstäblich eine Annäherung ist. Es hat eher was mit Messung zu tun, was wir da meinen mit Annäherung. Aber man kann sagen, Wahrheit ist die Voraussetzung für Denken und Sprechen. Das war die Idee von Aristoteles. Die meisten unserer Überzeugungen müssen wahr sein, sonst könnten wir gar nicht Gedanken fassen, uns miteinander unterhalten, sprechen und wir würden uns auch nicht in der Welt zurechtfinden. Das war diese Grundidee von Aristoteles. Wir würden ständig gegen Bäume laufen, wenn wir nicht unseren wahren Überzeugungen folgen würden, wenn wir einen Baum sehen und denken, das tut weh, da gehe ich mal draußen drumherum. Aber Wissen natürlich, das ist jetzt schon die Überleitung zur nächsten Sitzung, hat so eine subjektive Komponente. Wahrheit ist objektiv, aber Wissen ist etwas Subjektives. Wissen muss ich persönlich oder alle anderen müssen sich Wissen erarbeiten. Und die subjektive Komponente zeigt sich vor allen Dingen darin, dass wir uns irren können. Ja? Viele Überzeugungen, die wir haben, sind wahr, aber ab und zu irren wir uns einfach, weil wir keine guten Informationen haben oder falsch geschlussfolgert haben. Das heißt, da kommt die Subjektivität rein, wir irren uns, aber immer wenn man sagt, wir irren uns über irgendetwas, unterstellt das eigentlich schon, dass wir sagen, dass die Wahrheit unabhängig von uns ist. Ich persönlich kann mich irren, weil die Wahrheit eben nicht von mir abhängt. Also wir können uns irren, heißt, wir können etwas zu wissen glauben, was tatsächlich nicht wahr ist. Das ist ein Irrtum. Ich glaube zwar, dass es der Fall ist, ich meine es zu wissen, aber tatsächlich weiß ich es nicht, weil es falsch ist. Ja, dazu erstmal, das war zur Wahrheit. Erstmal vielen Dank.